So, da sind wir wieder, Freunde. In Sons of the Forest. Wir warten kurz auf meinen lieben Kollegen Robin, denn der Fenrir ist schon wieder krank, Leute. Ohne Scheiß, den hat es schon wieder erwischt mit dem Darm. Ah, ist das ein Ärger im Alter. Aber können wir nichts machen. Bedeutet, wir werden heute ein bisschen gemütlicher alles angehen. Dass wir den Fenrir nicht so viel Content wegnehmen. Wir werden vielleicht unsere Base ein bisschen winterfest machen. Das ist so der Plan. Und bin gespannt. Jetzt kommen ja wahrscheinlich immer mehr Idioten, also an Gegnern, Mutanten etc. Das könnte lustig werden. Hallihallo, Robin hier. Klingst denn du? Ich dachte, ich habe mal versucht, dich zu imitieren, aber wie geht's nicht? Hi Robin, grüß dich. Grüß dich, grüß auch an deinen Chat. Ja, und Grüße an deinen Chat. Und hi Stuni, hi Trümmerlotte, hi Bramsi, schön, dass ihr da seid. Genau, ich habe den Zuschauern schon die Hiobsbotschaft vermittelt, dass Fenrir schon wieder erkrankt ist und heute nicht teilnehmen kann. Aber habe ich gerade auch schon gemacht, ja. Wir machen das Beste draus, dann ist es heute wieder ein bisschen ruhiger. Oh ja, mal gucken. Je nachdem, wie viele Gegner vorbeikommen und uns ärgern wollen. Das wollen wir rausfinden und dann dementsprechend auch die Schwachstellen heute herausfinden. Denn entgegen dessen, was wir ursprünglich vorhatten, haben wir uns heute überlegt, weil der Fenrir nicht da ist, gehen wir nochmal zurück zur Base. Genau. Die ist ja noch alles andere. Oh Gott, dieses laute Intro. Oh, die Base ist ja noch alles andere als winterfest bzw. angriffsfest. Ja, das stimmt. Kampfzwerg, grüß dich. Und hi Isegrim, hi Unterwasserwelt, Bautzen, hi 1040. ich bin, siehst du mich? Ich bin da. Also ich bin online auf Steam und... Ich habe gerade erst das Spiel gestartet. Ah ja, okay. So, weiterspielen. Warte, dritter April hat mir zuletzt gestreamt, war ja okay, dann ist es der Spielstand. Ja, das könnte sein. André, und, grüß dich. Da ist er. Einladung ist raus. Und wir starten schon mal rein. Drakonix, grüß dich. Und lieber Paul, das ist der liebe Beutel. Den findest du jetzt aber nicht auf Twitch am Stream, sondern auf YouTube am Stream. Da ist doch bestimmt einer unserer Moderatoren gerade mal so nett und haut einen Link in den Chat rein. Ansonsten habe ich auch im Streamtitel den Beutel mit seinem Twitch-Account verlinkt. Auf seinem Twitch-Account findest du seinen YouTube-Account. Besser kann ich es nicht sagen. Michael, grüß dich, hi. Schöne Grüße aus Muck. Warte mal, Muck, was ist M-U-C? Weiß das einer? Das ist ein Muck kenne ich noch aus den Fabelgeschichten, der kleine Muck und so, aber ich weiß nicht. Nee, M-U-C. Mini Jigsaw, Grüße. Muck ist München, sagt Michi. Echt? Aus München? Ja. Okay, was ich alles nicht weiß, aber ich bin nicht so gerne in München. Aber jetzt, wo alles fast legal ist, kann man ja auch mal wieder nach München fahren. Nee, in München, bin selten in München, weiß nicht. Eigentlich war ich noch nie in München. Oh. Hey! Ich bin hier. Oh. Ja, ich suche gerade den Höhleneingang, deswegen wir doch hier die kleine Camp. Hier war da irgendwo eine Höhle. Wo waren die? Wir stehen drauf. Hä? Hä? Ach, hier unten? Hä? Nee, warte mal. Ah, doch, hier unten. Ja, da ist die Fackel. Okay. Ach, da hinten. Okay, alles klar. Da werde ich nämlich jetzt mal, liebe Zuschauer, da werde ich jetzt einfach mal ein GPS-Signal anbringen. Moment mal, ich sehe gerade was. Ah, Mucke ist Flughafen. Sind die Stöcker mittlerweile zwei Längen hochstapeln? Das war mir neu. Genau, wisst was wir heute mal machen? Heute darfst du wirklich mal einen Kannibalen schlagen. Ja, ich weiß. Ich will heute mal das beste Buff-Food. Nochmal danke für den Tipp und für den Hinweis. Das beste Buff-Food in the Forest herstellen. Hermann, grüß dich. Wenn Robin so, nicht brav ist, machen wir den Deckel zu. Psst. Aber er darf das nicht wissen, Leute. Genau, ich darf das nicht wissen. Was treibst denn du da? Soll ich mal überlege, welches Symbol wir am besten. Ich nehme mal hier so eine. Können wir uns das merken, dass ich eine Fahne als Symbol nehme? Weil auf dem GPS sehen wir jetzt natürlich die Fahne. Eine Alkoholfahne? Nee. So, warte mal, zweimal. Ja, das nicht, doch, Fahne, ich habe erst einen Kopf. Kann man denn zwei verdorbene Köpfe tragen?
Weiß ich gerade gar nicht. Weil Arme kann ich zwei, aber... Ah ja, doch, Beine habe ich auch zwei. Den Kopf habe ich aber nur einen. Ach nee, stimmt, zwei ja nur. Ein Kopf, zwei Arme, zwei Beine. Das ist das beste Buffgut. Das probieren wir heute aus. Und ich möchte sogar behaupten, dass du das noch im Stream vorgelesen hast, dann aber typisch du zwei Sekunden später schon wieder Dori-mäßig vergessen hast, was du machen wolltest. Ja, ja, na, das ist, wenn die Leute auch so viel im Chat schreiben und dann ihr zwei Knusperköpfe mich die ganze Zeit noch voll labert, dann, ach, wisst ihr, mein Gehirn macht dann einfach zu. So, was ich aber gerade merke, sag mal, wird das gerade dunkel? Das braucht man frisch. Okay. André schreibt. Darf nicht getrocknet sein, okay? Warte mal, sind die gammelig? Kann so ein Kopf gammeln? Ja, ja, also die vertrocknen sozusagen, die vertrocknen. Ah, der ist verdorben, ja, okay. Na, das muss ich dann alles wegschmeißen, aber wir können ja auch mal mit Verdorbenen probieren. Vielleicht ist das der noch viel, viel bessere Zaubertrank. Meinst du wirklich, dass verdorbenes Menschenfleisch gesünder für dich ist als nicht verdorbenes? Ich frag noch für einen Freund. Weiß ich nicht, in dem Spiel ist alles möglich. Was treibst du eigentlich da unten? Du kriegst Mutanten aus als Rüstung. Ich habe geguckt, ob ich noch irgendwo so ein Menschenfleisch gerade in der Tasche habe. Aber habe ich schon irgendwie, keine Ahnung wie, bin ich losgeworden oder ist es mir in der Tasche vergammelt? Na, auf dem Heimweg finden wir schon eins. Ja, wir müssten hier schlafen, weil es wird eh gleich dunkel. Die Frage ist jetzt, wo ist denn... Okay, können wir uns beamen? Nee, ne? Ein Teleporter gibt's nicht. Nee, wir finden den Weg schon. Ich speichere mal und willst du jetzt schlafen? Naja, lieber jetzt schaffen, dann brechen wir am Sonnenaufgang auf und dann sind wir hoffentlich bis zum Abend da. Der frühe Vogel fängt die Katz, genau. So, Hunger du hast. Ach so, ja, da war ja was. Ich hau mir eine Limo rein. Prost, Leute. Und hier in Real Life gibt's einen richtig heißen grünen Tee. Also richtig heiß. Ey, ich hab noch gekochtes Fleisch, geil. Lecker. Hat man, am Ende vom letzten Stream hat man das vorbereitet. Ah. Ist der Beutel gut zu verstehen für euch, liebe Zuschauer? Weil ich musste ihn gerade ein bisschen leiser machen, weil er mir kräftig zwischen den Ohren ein Echo verursacht hat. Echt? Ist das so? Ja. Hi Paul, grüß dich. Aber kaum, dass das Spiel an war, bist du wieder leiser gewesen. Passt schon, sagt Michi. Okay. Passt auch, sagt Monkey. Und Monkey, grüß dich, Hallöchen. Hört ihr mich, liebe Zuschauer bei Robin? Hört ihr mich gut, ja? Alles klar. So. Ich würde sagen, wir gehen so, einfach gerade, also ich denke mal, unsere Base ist genau hinter dem Gebirge. Also wir müssen eigentlich nur geradeaus. Nordwest. Oder? Nordwest, würde ich sagen, ja. Nord, warte mal. Also wenn Norden nach rechts zeigt, ja, ja. Dann ja. Ja. Gehen wir am besten sozusagen rechts am Gebirge vorbei. Ja, stimmt, wir haben ja auch die Armbrust, wir haben so viele Pfeile. Oh, stimmt. Das, kann man sich einen Köcher bauen, dass man mehr Pfeile tragen kann? Weiß das einer, liebe Zuschauer? Oh, keine Ahnung, aber ich sehe da drin noch ein Zeltlager. Oh, okay. Mini Jigsaw hat einen spoilerfreien Spoiler in den Chat geschrieben. Und er schreibt, lol, Teleporter. Nein, ich spoiler nicht. You know what I mean? Das heißt, vielleicht gibt es sowas wie einen Teleporter. Jein. Also, es wäre mir neu, dass es etwas gibt, was so ähnlich ist wie bei Valheim, dass du selber entscheiden kannst, wo du rein und raus gehst. Ich gehe da weg. Was es aber tatsächlich ja gibt, ist ja, das hatten wir ja schon damals im Early Access gesehen, diese Kammer. Ach so. Ja, ja, also, weil laut Lore sind wir da mal kurzzeitig auf einem anderen Planeten. Oh, irgendjemand schreit hier. Wir brauchen frische Köpfe. Kommt her, ihr Napsilzen. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie leiser ist bei mir heute. Komischerweise, außer du vorhin. Das Spiel? Ja, das Spiel sind wir auch leiser. Ja, heute, ne? Das geht mir auch so, oder? Warte mal. Ich hack mal gestern schon wieder ein Windows-Update und Windows-Updates, wissen wir, machen wir alles kaputt. Ich hack mal kurz einen Baum. Das ist ja immer so ein Indikator. Ah! Alter, hast du mich erschreckt und ich habe hier direkt einen Baum. Auf jeden Fall ein Baum, wir haben es alle gesehen, der Baum hat angefangen. Ledertasche fallen lassen, pass auf. Ey, du Penner, das ist meine Rüstung, na? Du dämlicher Drecksack. Wie ist es, wenn man Rüstung verliert? Fühlt sich nicht so teuer an, wa? Ey! Da ist ja noch einer. Der hat nur ein Auge, warum? Da ist ja noch einer. Mehr. Der zündet sich an. Ach du, das ist ein Kamikaze. Ja, beide Schotten, hau drauf. Arm ab. Lieber Arm ab als Arm dran. Nee, wie war das? Ja.
So, doch, lieber Arme ab als Arme dran. Aber hey, wir kriegen unser Buff-Gut gleich zustande hier, wenn es so weitergeht. Ja, warte mal. Da haben wir doch schon. Es sind doch 3 Leichen. Wir brauchen bloß eine. Ich muss mal ganz kurz meine verdorbenen Beine fallen lassen. So, warte, Chat. Ich bin gleich wieder da. Das war kurz aufregend. Jetzt nehme ich hier ein Stöckchen und mach schon mal. Musst du kurz die Hose wechseln gehen, ja? Ja, ich war kurz überfordert. Wir haben uns doch gerade ganz schön über irgendwas unterhalten, aber. Ah ja, über den Sound. Stimmt, Achtung, da kommt noch ein Freak. Das war die falsche Waffe. Oh, sorry, mich nicht erwischt. Rein, wenn ich hier am Schmerzen bin. Alles gut. Ich hab doch noch Rüstung. Aber ist das Spiel heute leiser, Leute? Oder täuscht das nur? Ich hab das Gefühl, das ist leiser, ja. Schreib uns Michael oder Michael, ich weiß es nicht ganz genau. Grüß dich. Ich wollte ja einen Baum hacken, um das rauszufinden. Wir brauchen eh ein zweites Lagerfeuer. Ey, ich sag mal, wo hab ich denn diese Blätter-Axt? Ich muss mir mal einen Zettel machen, wo drauf steht, welcher Gegenstand welche Zahl hat. Das mache ich dann in der vorletzten Folge. Mindestens. Mindestens dann. So. 2 Beine, 2 Arme, 1 Kopf. Nennt sich Greg. Oha, okay, genau. Das macht 3-mal Buff nach oben, aber Gesundheit füllt es nicht doll auf, aber es füllt auch Gesundheit auf, okay. So, ich hab dir mal... Ich bin mal gespannt, ob wir dann Halus bekommen, wie bei Dingens, ne? Wie bei Green Hell. Ja. Bin gleich... Da, Leute, warte, ich will bloß noch schnell... Sobald der Topf auf dem Herd steht... Schon wieder? Ich hab keine Zeit, ich muss jetzt hier... Clarence, danke dir für dein... Abo. Nicht Abo, Follow. Mann, Gott, ich bin halt echt durch. Sorry. Das soll bedeuten, du sollst auch abonnieren. Hä? Warum geht das nicht? Achso. Man muss immer wissen, welche... Hinter dir. Oh, leg die Armus weg, du Idiot! Leg die Armus weg! Okay, also das ist, schwierig. Achso, ich hab gar kein Wasser. Hier ist ja Wasser. Ja. Du musst das auch nicht abkochen. Nee, aber ich will doch also das Buff-Food machen. Ja, du brauchst das jetzt aber nicht sauber kochen, meine ich. Nee. Das hast du beim letzten Mal noch falsch verstanden oder ich habe irgendeinen Scheiß erzählt. Achtung, hinter dir. Ich habe gerade auf die anderen 5 geachtet, die hinter dir sind. Warte, ich brauche erst Arme und Beine. Du, es werden hier gerade irgendwie immer mehr. Naja, die wollen halt nicht, dass man ihre Arme und Beine kocht. Ist ja klar. Lauf mir doch keinen Weg vor, Beutel! Jetzt hör doch mal auf da! Hier. Der Typ, der brennt, bin ich, also nicht auf mich einschlagen, bitte. Warte, ich brauche noch ein Bein. Glaube ich. Nee. Alter, Beutel, könntest du bitte erstmal die Lebenden umholzen, bevor du die Toten geschlachtest? Was? Jetzt hör doch mal auf, ich hab keine Rüstung mehr. Du willst doch bloß meinen Kochtopf kaputt machen, du Blödmann. Hau ab. Weg von meinem Kochtopf. Boah. Jetzt haut er ab oder was, der Blödmann? So, jetzt habe ich keine Rüstung mehr. Ach, Tito. Wir könnten uns jetzt noch ein paar Knochenrüstungen herstellen. Warte mal. Doch, ich hab noch genug Mutanten. Und ja, eine Knochen. Was ist denn hier noch los? Kann man nicht mal in Ruhe sein. Hast du hier noch Material jetzt für die Suppe? Ja, die kocht ja schon, stimmt. Sein Menschen-Eintopf kochen. So, jetzt gucken wir mal. Captain America, grüße dich. Paul, du hast ein Abo dagelassen. Vielen Dank. Ihr wisst, Beute, das nächste Mal, wenn du einen Haufen machen willst, ja, bitte nicht so nah am Camp, weil der Wind weht das runter. Achtung, ja, Kamikaze. Oh, ist da nicht. Ist der Bolzen? Okay. Hör auf, ich hab keine Rüstung mehr, du Arschgeigen. Du weißt schon, dass du mit der Axt zum Beispiel blocken könntest, oder? Ich glaub, das für ein Freund. Ja. Mist. Hey, was hab ich denn jetzt? Brenne ich? Ja, du hast gebrannt zwischendurch. Da kommt der nächste Brenntyp. Okay, Mann. Weg hier. Ist dein Topf fertig? Ja. Na los, weg hier. Das wird mir zu blöd. Warte, bist du? Alter, der hört gar nicht. Ey, die brennen ja hier alle. Was ist mit denen? Oh.
habe keine Ausdauer. Du hast immer so ein schönes Talent, immer genau in den Schlag reinzurennen, Beute. So, einer weniger. Hier nicht. Siehst du, sag doch. Du brennst immer schon wieder, Beutel. Ich merk's. Komm, wir gehen nach Hause. Nach Nordwesten. Ist doch scheiße hier. Komm, der Typ war anderer Meinung. Komm schon wieder die nächsten. Was ist mit denen? Warum sind die so aggro? Wir haben denen doch gar nichts getan. Die umzingeln uns. Weißt du was? Wir schwimmen. Komm mal mit, komm mal mit. Schwimmen? Ja, schwimmen. Wo willst du denn hin? Weil so viel Hirnmasse, wie Jens an unserem Körper ranklebt, ist es nur hygienisch, wenn wir es mal kurz ein bisschen sauber machen. Willst du denn hinschwimmen? Wir schwimmen ja völlig in die falsche Richtung. Auf die andere Seite vom See. Ja, oh, gucke, da sind sie auch schon. Ah, nee. Oh, doch. Hier ist ein Container. Da sind sie auch schon auf der anderen Seite. Das ist scheiße. Da hüpfen sie, siehst du, überall. Ach, froh. Ach, das sind nur Kräuschen für euch, die tun nicht, wenn du ihnen spielst. Unmöglich. Und fragen wir mal so für einen Freund, wenn wir jetzt rein theoretisch hier runterrodeln, dann landen wir vorne auf der falschen Ecke, okay. Schade. Ja, irgendwie schon, ne? Wir müssen. Mhm. Naja, wir müssen jetzt hier nach links wieder. Einmal komplett, warum läufst du dann nach rechts? Das ist aber von mir aus gesehen links, nicht von dir aus gesehen. Aber wenn wir jetzt da lang latschen, gehen wir wieder zum Lager, wo wir gerade weggeschwommen sind. Tschüss. Ja, los, lass uns einfach jetzt durchrennen. Wir müssen dort diesen Weg lang. Siehst du den da? Warte mal, ich nehme jetzt erstmal so einen Schluck von diesem Super Power Buff Zeugs hier. Stimmt. Was macht das nochmal? Ich hab's vergessen. Egal, trinken. Dreierlei Buffs. Einmal Hämmern, einmal Stärke und einmal Sicht. Keine Ahnung, was das wow. sein soll. Wow. Die werden ja nicht erklärt, die Dinger. Aber wenn ich gleich bunte Farben sehe und auf die schieße, dann lag das an der Suppe. Na, Hauptsache, wir haben irgendwie mehr Ausdauer oder so, weil ich glaube, wir müssen. Ja, eben, deswegen dachte ich gerade, vielleicht macht das ja Sinn. Also ich merke schon, die Ausdauer geht deutlich langsamer runter. Aber ist das überhaupt ein Ausdauer-Buff? Weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht liegt es nur daran, dass ich jetzt vollkommen satt bin. Robin sucht Fische, ja, ja. Fische? Ja, genau. Und Kröten. Also Kröten waren auf jeden Fall da. Und so ein Pferdewagen. Hat ich nicht noch eine Schrotze? Doch. Ach, hier ist ja der nächste, ey. Krass, wie häufig und aggressiv was? Die jetzt werden. Ja. Und dreimal, dass du Radmatt im Winter passiert, nächste, wenn du los, da ganz gemütlich deine Base bauen willst. Naja. Das hatte ich ja 11 Tage ohne euch. Also 11 Ingame-Tage. Ich bin's jetzt nicht schlecht, da ist es nicht so langweilig, aber wenn es zu viel wird, ist ja auch blöd. Ah, warte mal, ich guck mal also kurz Monkey hier. Soul, Monkey Soul schreibt gerade dieses Augensymbol als Buff. Das könnte sein, dass wir dadurch im Dunkeln besser sehen können. Also in der Höhle zum Beispiel. Ah, okay, das ist gut. Ich muss mal eine Frage, warum laufen wir? Ich muss kurz ausruhen. Hast du einen Teleporter oder was? Hast du nicht was vergessen? Naja, aber der geht ja irgendwann nicht mehr höher. Ja, doch, du kannst doch höher gleiten. Kreisbewegung. Was? Kreisbewegung? Hm? Wenn du im Kreis. Oh Gott, ich komme nicht durch, ich bin zu fett. Oh Gott. Kreisbewegung? Okay, ich bin auch dafür zu fett. Na, wenn du dich im Kreis bewegst mit so einem Gleiter, müsstest du eigentlich aufwärts treiben können. Also im Kreis drehen und dabei immer ein bisschen die Nase nach oben. Ach Quatsch. So, von der Physik her, hätte ich jetzt gesagt. So, neuer Versuch. Du hast nicht ausgerüstet. Oh Gott. Ich fall hier immer. Ja, du bist gerade ohne ihn runtergesprungen, oder? Nee. Das reicht irgendwie nicht aus. Jetzt. Ja doch, ein bisschen aufwärts geht's. Ja, ja. Vor allem, wenn du. Ey, da unten ein Hubschrauber. Ist gerade gelandet. Ja, das ist derselbe wie das letzte Mal, wo wir da waren. Wenn du mit dem Rücken zu einem Berg stehst und der Wind aus der Richtung kommt, rein theoretisch, ne? Ja. Müsstest du ja eigentlich voll den Auftrieb haben. Problem ist nur, wir sehen den Wind nicht. In dem Spiel. Ja. Ey, aber das ist ja geil. Man kann ja unendlich fliegen. Ist das neu? Nee, das war schon früher so. Also wo das implementiert wurde mit dem Gleiter, das war schon damals so. Echt? Da haben wir mal in einem Stream, lass mich lügen, eine halbe Stunde oder so, waren wir nur in der Luft. Echt? Und haben Blödsinn gelabert. Jo. Okay.
Also das Dedi schreibt gerade, das Auge steht für Tarnung, gut beim Jagen und von Gegnern nicht entdeckt werden. Ah, okay, das macht auch Sinn. Kadi, grüß dich. Ich meine, wir werden es ja rausfinden, wenn ich nachher auf einmal 3 Kanickel und 7 Rehe nach Hause bringe, aber dafür im Dunkeln immer noch nichts sehe, dann hat das Dedi auf jeden Fall recht. Ach, wie geil, Robin. Drück mal M im Flug. Ach so, ja, das mache ich schon die ganze Zeit. Ach so. Wusste ich auch nicht, der kann einhändig fliegen. Also ich hab jetzt gerade... Er kann sogar auch ein Feuerzeug anhalten dabei. Gerade mache ich so, dass ich hier immer hoch und runter drücke. Weißt du? Einmal Abwärtswind so, ja, und dann den Schwung, wie bei Ark die Eule, weißt du? Ein bisschen, ja. Ach, da unten sind die 2 Boote, wo wir letztes Mal langgelaufen sind. Ah, der Chat schreibt das auch gerade so, genau. Woran erkenne ich denn unsere Base eigentlich? Wenn du M drückst, dann siehst du unsere blinkende Hütte irgendwann. Ich sehe ein blinkendes M, einen blinkenden Koffer. Ah doch, das Gelbe, ist das unsere Hütte? Eins von denen, ja. Na, das blinkt zumindest. Wir haben halt überall eine Hütte gemacht. Na, aber die blinkt. Nee, da blinkt irgendwas unter der Hütte. Was ist das? Oh, das wird knapp, das wird knapp. Ich glaube, ich küsse gleich mit den kleinen Zehen eine Baumspitze. Oh, alles easy, Skill, heute Skill, alles in Ordnung, alles in Ordnung, alles Skill. Vertraut mir doch einfach mal. Manchmal habe ich Ofer doof, ja. Ich habe zwar jetzt ein bisschen nasse Hose, aber ich habe was drauf. Also das könnte unsere Hütte sein, weil wir sind ja an einem See mit einem Wasserfall dran. Das ist schon das, genau. Glaube ich. Genau. Aber die 2 Marker irritiert mich da. Die 2 Fähnchen, die da sind. Ja. Was ist mit Hasi los? Grüße dich, hi. Ich will jetzt nicht auf die Bergspitze. Wir waren doch letztens... Oh. Andererseits gäbe es da einen Dosenöffner. Ja. Mehr Steigflug brauchen wir nicht. Geben wir mal Geschwindigkeit. So ein Höhenmesser wäre geil. Aber ist auch geil, wenn du hier drüber fliegst, ne, dass du hier auch interessante Orte einfach noch mit entdeckst. Ja, da ist unsere Base. Ich sehe sie. Die Brücke, die ist wunderschön. Wir hatten die gebaut. Wir hatten die Idee gehabt. Wahnsinn. Michi, das Spiel erlaubt einem nicht, auch mit einem normalen Messer oder wie du gerade vorschlägst, mit der Schrotflinte eine Dose zu öffnen. Vor allem, eine Dose öffnen meinten wir so, dass wir den Inhalt danach auch verzehren können und nicht aufsammeln müssen. Ah, scheiße, ich bin im Wasser gelandet und kann jetzt den Gleiter nicht mehr einstecken. Der müsste doch automatisch im Inventar landen, oder? Nee, wenn du stürzt, musst du den ja erst aufheben. Jetzt muss ich den irgendwie ans Ufer bringen. Kriegen wir hin. Oh Gott! Bist du in der Base gelandet, ja? Auf der Base. Sehr geil. Punktlandung. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ich habe nur Ult einen der Götter gerade dafür gedankt, dass er mich heile nach Hause gebracht hat. Tja, ich weiß gerade nicht, ob ich mich nach vorn bewege. Ja, bewegst dich. Ich komme gerade zu dir. Ich helfe mal anschieben. Moin. Wollen wir ein bisschen nach rechts? Nach rechts? Hm? Bei mir ist es egal. An, wo du gar nicht wieder an Land kommst. Irgendwo ans Ufer, dass ich ihn halt dann aufnehmen kann. Warte mal. Genau, geh am besten schon mal ans Ufer, dann kannst du mich ja zur Not noch navigieren hier. Dit machen wir so. Ich dachte, ja, Wasser ist cool. Ah ja, das reicht schon. Nein, nicht. Aber hey, wenigstens gab es keinen Fallschaden. Er hüpft aber direkt wieder ins Wasser. Okay. Warte, ich probiere es nochmal. Ich bleib mal hier am Stein. Nein, er will, macht halt immer, wenn du ihn aufnimmst, macht er einen Schritt nach vorne, weißt du? Was war's? G, ne? Jo. So, also, Base winterfest machen, so halbwegs, bedeutet in etwa was? Wir haben ja hier hinten noch diese sehr angreifbare Stelle, ne? Also die Palisade ist ja A zu lang, B zu groß und C, hier, wenn die Zuf geht im Winter, haben wir einfach die Kacke am Dampfen, weil dann kommen sie immer von hier. Wo? Von wo?
Na, wo, von der Seite der Brücke, wo du jetzt bist. Ach so, du also willst quasi die Palisade bis zur Brücke ziehen? Ja, also Palisade verkürzen. Wir hatten ja Probleme hier hinten bei der Reuse. Die haben mir teilweise zu fünft und zu sechs dran gestanden und angegriffen. Ich hab's nicht mal mitbekommen. Immer erst dann, wenn Virginia auf einmal wieder angefangen hat zu schießen. Also quasi. Aber du hörst es nicht bis hinter zu Base. Sagen wir mal von hier aus, ja. Bis hier rüber. Und dann könnten wir ja hier an die Brücke anknöpfen und an die Brücke eine Türe machen. Genau so war der Plan. Oder du fängst gleich bei der Brücke an, sonst kommst du hier hinterher wieder scheiße raus. Das ist auch ein Plan. Jetzt ist die Frage, ja. Lieber Robin. Und dasselbe auch zur anderen Seite, hätte gesagt, dass man da auch noch mal ein bisschen kürzer macht. Wir haben sowieso über zwei Tore drin. Oh, ja, kann ich die angespitzten Stämme aus dem Boden ziehen oder ja, gehen die nicht mehr? Raus. Okay. Doch. Also ging zumindest, als ich es probiert hatte das letzte Mal. Kannst du noch mal testen. Stimmt. Ja, easy. Aber okay. Ich glaube, anspitzen muss dann noch mal neu gemacht werden. Und wenn Calvin endlich wieder da ist, dann gebe ich ihm jetzt aber jetzt schon mal den Auftrag, dass er sich doch bitte mal darum kümmert, Stöcker zu sammeln, damit wir diese angespitzten Dinger machen können. So. Und wie kriege ich es gerade hier nicht bündig ran? Gucken, ob du das hinbekommst. Ich stelle jetzt meine Stuhl weg, dass wir hier ein bisschen Platz haben, wa? Nee, der Stuhl ist wichtig. Ja, aber du brauchst erstmal Platz zum Arbeiten. Ach, der will. Ah, verstehe. Nee, der will einen komischen Snap-Point machen. Wie konnte ich nochmal umschalten? Rechte Maustaste. Aber er will gerade bei dir, lass mich raten, er will gerade bei dir immer so eine Querverbindung. Ja, anlegen, genau. Oder? Ja. Ja, das hat er auch gerade bei mir irgendwie so gemacht. Das ist jetzt ein bisschen schade. Ja, ich frage mich bloß gerade, ob das. Ja, Ja gut, egal, können wir dann später vielleicht irgendwie mit was anderem noch zumachen. Ja. Ich meine, wenn wir da sowieso noch ein Tor reinmachen, können wir ja zur Not auch ein Stück der Mauer statt Hochkant einfach Querkant machen am Tor. Und dann oben drauf kannst du wieder angespitzt draufsetzen. Das ja, das kriegen wir schon hin. Ja. Was, gut, was mich gerade ein bisschen wundert. Die Steinausbeute hier. Was bitte? Ist, warum man halt die angespitzten Dinger rauszieht. Und wenn man sie reinsteckt, sind sie nicht mehr angespitzt. Das ist doch dumm. Ja. Das ist halt ein bisschen zu Frust, ne? Übrigens, das Fleisch, was ich vor Ingame 20, 30 Tagen getrocknet bereits in unser Regal gelegt habe, ist immer noch nicht vergammelt. Okay. Das ist gut. Also ich glaube, wir haben da wirklich eine dauerhaft haltbare Möglichkeit gefunden. Ich lege noch mehr Trockenfleisch da rein. Wir werden ja zwischendurch jetzt wieder ein bisschen jagen. Denke ich mal. Kommt das? Oh, Kelvin war doch noch nicht mit seiner Aufgabe fertig, bevor der zu uns gekommen ist. Der Halunke. Ich mach mal noch ein Stück so lang. Ich habe nämlich Bedenken, dass wir nicht an dem Knochenhalter vorbeikommen. So, ja, stell ihn dahin, wo er denn nicht im Weg steht. Ich hab bloß erstmal generell weggestellt. So, wo ist denn der Halunke eigentlich schon wieder? So. Olle K to the Elven. K to the Elven. Ja. Hab ich mir jetzt abgeguckt von New Darum. Gary Harry, so grüß dich. Und hi Ballerbude und hi Mario, grüß dich. Wenn ich jemand überlesen habe, wie immer, schreibt Mario, oder Mario. Schreibt Dick mit Caps Lock. Salzgeber, ein Mario Salzgeber. Achso, nee. Das war alle Ghosty. Ja, ich glaube, ich muss hier nur hier lang. Ja, ich will wenigstens noch um den Felsen rum. Ja, doch, das möchte ich gern. Ich überlege gerade. Ja, wir machen hier so rum und dann hier eine gerade Strecke. So machen wir das, Leute. Ballerbude aus Leipzig. Das kann ich auch mittlerweile. Ach so, warte mal, wie spät ist denn das? Ballerbude, kannst du mal kurz aus dem Fenster gucken, ob es bewölkt ist? Bitte. Ihr müsstet nämlich gleich über Leipzig, ich muss dann auch mal rausgucken, am westlichen Himmel einen wunderschönen Kometen sehen mit einem übelst langen Schweif, der kommt nur alle 70 Jahre hier vorbei. Und der ist zwischen 20.45 Uhr und 21 Uhr über Leipzig klar und deutlich zu sehen. Ein bisschen rechts vom Jupiter. Also suchst du einen Jupiter? Keine Ahnung, ob du weißt,
wie der aussieht, ich weiß nicht. Westlicher Himmel, wenn du einen Kompass hast, guckst du einmal mal. Was ihr habt, Wolken. Isegrim. Das ist schlecht. Wohnen sie alle so nah bei dir, dass du dann für dich auch Wolken heißt? Achso, ne, wolkenlos. Geil. Ah. Naja, ich wohne, naja, 30 Kilometer weg von Leipzig. Wenn es in Leipzig wolkenlos ist, könnte es sein, dass bei mir auch wolkenlos ist, aber gut, es hat nichts zu sagen, ne? Mhm. 30 Kilometer. Ich hatte heute Nacht auch ein Gewitter, also ich habe wieder Migräne gehabt heute Nacht und habe dann heute Nacht um 4 ein Gewitter hier in Berlin-Tegel erwischt. Ja. Und meine Arbeitskollegin, die aber überhaupt nicht in Tegel wohnt, hat gemeint, ach, hat doch gar nicht gewittert. Und ich meine, ja, du weißt aber schon, dass wenn es bei mir in Tegel gewittert, heißt das nicht, dass auch bei dir Gewitter ist. So, jetzt können wir doch langsam hier rumziehen, ne? Das, ja, noch einsetzig und dann machen wir eine Kurve. Weißt du, was ich gerade merke? Ich habe voll vergessen, die Aufnahme zu starten. Scheiße. naja, dann machst du, ziehst du halt den Stream die ersten paar Minuten und renderst ihn auf 2K dann mal aus. Das kann sich ja keiner mal angucken, das ist ja dann bloß eine grüne Erbsensuppe auf dem Bildschirm. Ah, weiß ich nicht. Kannst du dazu schreiben? Ich meine, wen es wirklich interessiert, der... Die meisten Leute gucken ja eh übers Handy oder über einen kleinen Laptop oder so. Lässt du mich mal kurz verschwinden, ich bin gleich wieder da. Geht denn jetzt hin? Hier kommt Gegner. Der haut jetzt seinen Kopf gegen den Tisch. Ah, ich Idiot, hab vergessen die Aufnahme zu starten. Ah, ich Vollidiot. Völlig wolkenlos. In Leipzig ist bewölkt. Also... Krass, zwei Leipziger sagen, es ist wolkenlos und ein Leipziger sagt, es ist bedeckt. Aber ja, das meinte ich, ne? Im Norden von Leipzig, was weiß ich, in Gohlis, kann ja jetzt gerade anderes Wetter sein als zum Beispiel, weiß nicht, in der Südvorstadt oder am Wildpark. Je nachdem, wo man wohnt, ne? Jetzt, Hallöchen auch an dich, wird wieder zurück. Hi, Grüße. Machst du hier? Ja. Dinge. Hast du die Steine gerade irgendwo rausgezogen oder lagen die bloß rum? Die liegen hier die ganze Zeit nur rum. Achso. Deswegen stelle ich hier einmal neue hin. Ja. Dann bringe ich die hoch und mach sie hier in das Lager rein. Ich hab's auch gleich geschafft, hier zuzumachen. Oh Gott, diese Türen, ey! Ach, Matze, du bist Freitag in Berlin, was? Hast du einen längeren Aufenthalt? Ah, oder bist du nur auf Durchreise? Am Flughafen ist bewölkt, okay. Warte, ich guck, sobald ich die Lücke zu habe, gucke ich selber mal schnell raus. Dann müsst ihr mich mal kurz 5 Minuten entbehren. Aber erst, wenn die Palisade zu ist. Guck mal, ich habe schwebende Fackeln geschaffen. Ach, von dem ehemaligen Tor, wa? Ja. Komm, ich helfe dir mal schnell noch. Ich warte eh darauf, dass alle K2-Elvin endlich mal den Weg hierher findet. Oh, stimmt. Siehst du, dann hätten wir hier sogar mit dieser Ecke, die du jetzt hier reingebaut hast, vielleicht sogar die Möglichkeit, so einen kleinen Turm dahin zu setzen. So einen Aussichtsturm. Weil, weißt du, was das Geile ist? Guck mal hier. Warte, haben wir noch einen Weg? Kannst du nämlich so ein bisschen, ja, wegen diesem Stein hier. Also im Prinzip könnte man vielleicht sogar drüber hüpfen, weiß ich gar nicht. Oh, es geht. Nur rein zu, ist halt wieder scheiße. Es könnte auch anders funktionieren. Ich muss bloß mal gucken, ob ich jetzt gerade mich wieder zu blöd anstelle dafür. Mich wundern, ich habe da gerade mal was parallel gesetzt. Warum man tust du das? Man könnte sich selbst eine Treppe da hochbauen und von der Treppe aus könnte man dann vielleicht so einen Wehrgang bauen. Ah ja, guck mal hier, das würde rein theoretisch gehen. Ich hab einen Vogel erschlagen. Guck mal, ich hab einen Vogel mit Baumstämmen erschlagen. Oh, nimm das Fleisch. Ich kann ihn nicht looten. Spielrausch, Grüße. Mal. Nee, über Bayern, also man kann das grundsätzlich. Ich bin ja in so einer Facebook-Gruppe Astronomie für Anfänger und Einsteiger. Und da wird der Komet schon die ganze Zeit von Leuten gezeigt. Aber halt richtig mit Teleskop. Aber heute siehst du, also jetzt, in dem Moment, siehst du über Leipzig mit purem Auge. Nee, wie heißt? Mit den Augen. Bloßen Auge. Mit Fernglas halt noch besser. So, ich gehe mal ganz kurz hier in die Base. Robin, ich gehe mal kurz gucken, ob die Wolken weg sind. Ja, geh mal kacken. Bin gleich wieder da.
Scheiß, ne? Dann kann man sich doch hier eigentlich... Ja, ja, wenn es gehen würde. Muss ich wohl doch näher ransetzen. Dann den Kollege hier auch gleich näher ran. Warte mal, müsste das nicht gehen? Warte mal. Trick 17. Aufpasse, ja? Aufpasse. So, ja, doch, doch, doch. Von hier aus. Haha. Einmal Hü. Einmal Hot. Und jetzt ist es genau dieselbe Entfernung wie vorher, oder? Hm. Kann ich jetzt hier eine Treppe ranlegen oder nicht? Ach, geht, geil. Es geht hier eine Treppe, schrägstrich Rampe hoch und dann kann man theoretisch da oben stehen und kämpfen. Oder man macht sich das noch einfacher und geht nochmal ein Stück zurück und richtet sich dann hier so eine Plattform ein, so eine, wo man halt hin und her laufen kann oben drauf. Wehrgang, meine ich. Ich lasse das mal als Denkzettel stehen, das Ding, damit ich dran denke, dann mal weiter zu tüfteln später. Ich sage eigentlich immer, man muss einen einzelnen Balken rausgerissen. Das geht auch nahtlos hier. Oh, ist das schön. Und da muss ich wirklich sagen, schön gemacht. Schön gemacht. Muss entlang in der Franklinstraße und danach in der Rienstraße. Oh, da bin ich ja jeweils am anderen Ende entfernt. Das wird dann leider nicht so einfach, lieber Matze. Und dann ist auch noch die Frage nach der Uhrzeit, ne? Zumal bei meinem Talent werde ich morgen wieder bis 20 Uhr arbeiten müssen, weil wir haben schon wieder Monatsabschluss vor der Tür. Beziehungsweise eigentlich war schon heute Monatsabschluss, aber wir haben eine kleine Verlängerung immer. Das muss, ne? Bin gerade ein bisschen irritiert von dem, was hier in der Taverne abgeht. Ich muss mal in den Winkelraum hüpfen. So. Sehe ich bloß immer am peripheren Augenwinkel, sehe ich es immer so ein bisschen rumzucken. Wo ich wohne, ist egal, weil ich bin ja morgen in Berlin. Nicht in Berlin, im Büro, wollte ich sagen. Ich bin ja morgen in Berlin, ja klar. Wo wohnst du denn in Berlin? In Berlin. Nee, ich bin ja morgen im Büro. Das ist in der Mitte mehr. Aber von da kann ich ja dann nicht weg, wenn ich im Büro bin. Da müssten noch genau zwei dazwischen passen. Hätte ich sogar noch Holz übrig. Wer hätte es gedacht? Obwohl, die andere Seite müssen wir auch noch zumachen. Hei, hei, hei. Na? Jetzt so. Und wie angegossen. So, K2 the Elven, ich hab dich auf dem Mini-Bildschirm. Jetzt komm mal ran hier auf den Meter, Freundchen. Kann ja wohl nicht angehen, dass du dich die ganze Zeit hier drückst vor der Arbeit. Moment, erstmal eine Tasche öffnen. Oh, wow, eine Auster. Wie gut, dass ich Durst und nicht Hunger habe. So, Freundchen, jetzt kommst du erstmal mit. Dann kannst du wieder deine Lieblingsaufgabe machen. Ja, ja. Ein Tor bräuchten wir auch noch. Oh, ein Torhaus bauen. Es eskaliert schon wieder in meinem Kopf. Es eskaliert einfach schon wieder. Nee, ärgerlich. Es ist tatsächlich wolkenlos. Aber, ich weiß halt nicht, was die mit westlichen Himmel meinen. Ob weiter oben oder weiter unten. Weil weiter unten ist, geht halt die Sonne unter. Es ist noch viel zu hell. Okay. Ich kann halt gerade noch nichts sehen. So, okay. Das ist doch schon mal alles cool. Kevin ist auch da. Ich überlege sogar, ob ich hier sogar noch ein bisschen weiter experimentiere. Wenn ich jetzt hier noch mal eine Reihe nach hinten gehe mit diesem Aufgang, könnten wir links und rechts von diesem Aufgang so einen Wehrgang richtig bauen, dass du dann nicht bloß diesen schmalen Streifen zum Laufen hast. Sondern auch ein bisschen mehr Platz. Problem ist nur, wenn dann die Superzombies kommen oder Supermutanten kommen, ist dann nach drei Schlägen alles weg. Ja, das könnte sein.
Ich mache mal die Türe zu. Es ist wahrscheinlich, genau das wollte ich sagen. Nee, es ist wahrscheinlich effektiver, wenn wir uns erstmal darum kümmern, das Ding zuzumachen, ne? Na, zu ist es ja fast, ne? Gleich. Naja, die andere Seite hast du aber auch noch in Betracht, oder? Ach so. Davon war jetzt nicht die Rede. Hast du die Fackeln jetzt aus der Luft genommen? Naja, die habe ich angebracht, erstmal provisorisch. Genau, also Leute, dieser Komet hat einen Schweif, der ist 100.000 Kilometer lang. 100.000. Müsst ihr euch mal vorstellen, die Dimensionen. Okay. Achso, wir wollten ja an the bridge beginnen. At the bridge. Das kannst du vergessen, ne? Dass du das hier senkrecht in den Boden reinbekommst. Direkt an der Brücke. Ja, egal. Dann machen wir dort halt ganz viele Spikes hin oder so. Oder die mit Steinen, die Spikes. Irgendwas. Die mit Steine werden sowieso gemacht. Auf Dauer. Der Jupiter ist rot. Die Spikes brauchst du ja nicht aufzustellen. Wenn dir da so ein Mutant vorbeikommt oder einer mit mutanten Rüstung vorbeikommt, was, der geht einmal außen rum und du kannst alle neu aufstellen. Echt? Das ist ja gemein. Ja. Guck mal, wir haben ein Reh im Gelände. Mach kaputt, wir brauchen Fleisch. Nimm Pfeil und Bogen. Lustiger. Alles klar, verschwend durch die Munition. Siehst du, die Frau schreit auch schon deswegen. Ach so, wollen wir den zur selben Zeit schlachten, dann kriegen wir nämlich alle beide das Fleisch. Oh, stimmt, da war ja was. Und die Haut, glaube ich, auch, ne? Also in 3, 2, 1. Ich glaube, ich hatte vorher 2 Tier heute. Jetzt kriege ich jetzt 3. Die Haut gesammelt, ja. Ja, zwei Frank, Köpfe. Der Fenrir ist schon wieder krank heute. Hier ist noch mehr Tierhaut und wir haben 2 Köpfe aus einem. 3 Köpfe! Ja, geil. Wie viel Fleisch? Hier ist noch Tierhaut, hier ist noch Tierhaut. Sammeln die auf. Hier bei mir. Kann ich nicht. Aber ist auch schon voll. Oh. Ja, dann können wir die mal einlagern, wenn das geht. Nee, ich wüsste nicht wie. Genauso wie die Autobatterien, die kannst du auch nicht lang. Oh, fuck, ich kann für Strom sorgen. Achso, oh fuck, ich hab immer noch kein Dach. Kelvin! Wir brauchen mehr Kelvins. Wir brauchen mehr Kelvins. Ah. Jungle Boys, vielen Dank für dein Like und herzlich willkommen. Ich drück immer die falschen Tasten gerade. Geil, dieses Dosenwegwerfgeräusch, finde ich übelst geil. Hail Bob hast du gesehen, 1997. Ja, den habe ich auch gesehen. 1907, so lange ist das schon her. Ist ja abgefahren. Hail Bob. '97, warte mal, da war ich. Wie alt war ich denn da? 15? 14? Irgend sowas. Ey, Quatsch, da muss ich ja schon 16 gewesen sein. War ich da echt schon 16? Ich dachte, ich wäre jünger gewesen. Ja, scheiße, jetzt haben wir was. Wir haben Besuch, aber mächtig gewaltig. Ach, Quatsch. Doch. Die Palisade ist gleich kaputt. Ich bin mich gerade die ganze Zeit so ruhig gewesen, weil ich dem Geräusch hinterher bin, was ich die ganze Zeit gehört habe. Und das war olle Keulenhannes hier, der die Palisade in Ruhe eingedrückt hat. Ist denn mit Ketchup Mayo dazu. Ich bin gerade aus dem Golfwagen geflogen, weil ich versuche, diesen zu besiegen hier. Gute Idee, wir haben eine Schrotze. Wo ist die stämmliche Kuh? Wo ist die stämmliche Kerl? Wo ist die stämmliche Tante? Wo ist der Häuptling? Den habe ich schon im Kopf weggeschossen. Okay. Du brauchst ja nicht auch zu viel Fräulein hinlegen. So, Mr. Ketchup ist auch zu Mayonnaise. ich muss Bäume holen. Die landen in der Base, Bäume? Ne? Ja, wir brauchen Bäume. Für die Palisade. Wollten wir die hier drüben auf der Seite, da in Richtung Fallen, die wir schon gestellt haben, nicht auch kürzer machen? Scheiße, falsche Taste drücken. Meinst du, das macht Sinn? Naja, wir haben ja ansonsten dasselbe Problem. Ich habe es gerade erst nur durch Zufall mitbekommen, weil ich die Schritte von der Ische gehört habe, weil die halt sich irgendwo festgebackt hat. Ich habe nicht die Schläge gehört. Weißt du? Aber auf der anderen Seite sehe ich gerade, wir sind
Jetzt mit der Verkürzung, die wir jetzt gemacht haben, sind wir eigentlich schon fast symmetrisch zu der anderen Seite. Ah, innerer Monk oder bessere Verteidigung? Innerer Monk oder bessere Verteidigung? Lieber innerer Monk. Ja, damit du weniger arbeiten musst, aber jetzt musst du Bäume holen. Dafür beschützt mich Virginia. Du meinst die, die gerade bei mir rumläuft? Ingo, was habe ich vergessen? Habe ich was vergessen? Habe ich was vergessen? Ingo? Klär mich auf! Du weißt, ich bin ein verwirrter junger Padawan. Alter. Hast du uns wieder nicht verlinkt? Alter Mann. Doch, das sollte. Ich habe ja alles übernommen, wie immer. Wegen dem Komet. Ach so, nee, ich war gerade draußen gucken. Ich habe ihn halt nicht gesehen. Ich habe jetzt mal Jane gebeten, ob sie mal gucken kann. Aber es ist halt dort, wo der eigentlich sein soll, ist es von uns aus noch viel zu hell. Ich weiß halt nur nicht, wie niedrig die Leute das meinen, wo man hingucken soll. Also ich versuche es euch zu erklären anhand des Spiels. Na, also ungefähr, wenn er jetzt so niedrig wäre, ist dort alles hell. Und erst ab hier ungefähr wird es dunkel. Aber der westliche Himmel ist ja im Prinzip dieses ganze Areal. Ich weiß halt nicht, ob die weiter oben meinen, die Meteorologen, Astrologen, oder weiter unten. Weiter unten sehe ich halt nichts außer helles Licht. Apropos, es wird dunkel. Und lass mich raten, dieses Licht leuchtet blau? Schwubbeldi. Au, voll gegen Baum. Wollen wir erstmal kurz pennen? Pennern? Ja, sofort. Achso, wir haben ja drinnen auch Betten. Ich wollte bloß, genau, erstens haben wir drinnen Betten und zweitens wollte ich dir mal die Schlitten dahin stellen, wo jetzt die Baumstämme immer landen. Ansonsten hast du hier hinterher Mikado aus Bäumen. Mikado. Was ist denn hier mit dem Dach eigentlich, Robin? Warum wird denn das nicht fertig? Ja, weil wir die ganze Zeit unterwegs waren und der Kevin uns irgendwann hinterhergelaufen ist. Das war ja auch nur ein Spaß. Ich das nicht verstanden. Komm jetzt ins Bett, ich bin ganz müde, Fadi. Warte, ich muss noch einen Rehkopf wegfahren. Ein Rehkopf? Da liegt jetzt wirklich ein Rehkopf einfach auf dem Schlitten drauf. Ich habe keine Ahnung, wie das früher passieren konnte. Radefeld. So, erstmal speicheln. Und gute Nacht, John Boy. Oh, weggeguckt. Verdammt. Moin! Moinsen! Moin Moin. Ich hol mal noch die restlichen von da drüben, damit die weg sind. Es gibt mir einfach ein wohligeres Gefühl, wenn hier aufgeräumt ist. Ich muss mal hier die Tür aufmachen. Matze, bist du bei uns auch auf dem Discord? Wenn ja, dann schreib mich am besten einfach nochmal darüber an. Matze! Matze, du Atze! Es fängt an mit Gewittern! Jupp. Ist nicht schuld, Chef. War vorher so. Stimmt, ich kann ja mal Bufffood wieder konsumieren. Wie ging's nochmal? Wo ist mein Inventar? Hier. Das müsste doch noch in deinem Topf verschwinden sein, nee. Oder? Ich habe meinen Inventarknopf nicht gefunden. Den Mond habe ich gesehen, der sieht heute auch geil aus, weil man so ein bisschen die Silhouette der dunklen Seite sieht. Sorry, Robin, dass ich hier die ganze Zeit von Himmelsphänomenen spreche. Aber es interessiert mich halt das Thema. Und ich gucke auch jeden Abend zum Einschlafen eine Weltraum-Doku. Gewitter bei Robin in der Hose, ja. Ja. Gib dir gleich mal Gewitter in der Hose. Moment, das klang irgendwie anders als gedacht. Da, die Steine. Die dunkle Seite der Macht. So, K2 the Elven, warum machst du schon wieder Pause? Na, weil es regnet, der muss sich mal erfrischen. Ja, und bei Regen füllen sich die Behälter an Stöckern nicht auf, oder was? An die Arbeit, du Vollpelz! Ich heute immer M, um das Inventar zu öffnen. Was stimmt nicht mit mir? Ja, ich drücke auch. Hab gerade ja auch irgendwelche Tasten gedrückt und die Inventartaste nicht gefunden.
Ja gut, das Spiel ist nicht leiser geworden. Das Gewitter ist immer noch sehr, sehr laut, muss ich mal sagen. Was? Hör dich nicht, Gewitter so laut. Ich ziehe jetzt ja einmal weiter gerade, auch wenn wir da wieder eine kleine Unebenheit in der Höhe des Zauns haben. Oh, was bringt denn die ein Hasi? Oh, danke. Mein Schatz, legen hin. Komm. Was ganz steife Nippel vom Regen. So, vielen Dank, mein Schatz. Und jetzt hole Bäume. Kevin, was zum Geier stimmt nicht mit dir? Du sollst das tun. Oh, Moment, er hat schon getan. Aber noch nicht vollständig. Kevin, da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Mann. Nein, man fängt nicht mal an, Stöcker in den Boden zu rammen. Das hat sie gerade getan. Sie hat ihren Kopf zwischen die Stämme gedrückt. Und das arme Mädchen hat bestimmt völlig einen Treffer weg. Hm. Naja. Ich hätte es auch nicht so leicht mit drei Beinen und drei Armen. Obwohl. Wenn du genauer drüber nachdenkst. Ich glaube, Jane wäre glücklich. Ich mache hier so eine Ecke. Oh ja. Ja, genau. Nee, ich wäre glücklich. Mit dem einen Arm könnte ich ein Bier, mit dem anderen Arm eine Kippe und mit dem dritten Arm einen Schnaps halten. verstehst du? Mhm. Aus welcher Ecke? Ich komme Nähe Leipzig. Also ich komme aus Leipzig, aber wohne jetzt ein bisschen außerhalb. Alter, mit dem Buffhut ist so ein Baum mit vier Schlägen down. Hm, nicht schlecht. Mit dem Fleischeintopf. Das ist nicht dieser Stärke, diese Bizeps Plus Symbol ist das. Bizeps Plus. Ach so, schönes Regenwetter, wenn du hier schwere Holzstämme schleppst. Das kühlt ab, das ist was Feines. Hä? Kamen da jetzt nur vier raus, oder was? Es kommen immer unterschiedlich viele Baumstämme raus, habe ich das Gefühl. Naja, irgendwie. Naja. Jetzt habe ich nur... Okay, jetzt habe ich nur zwei Schläge gebraucht, um den Baum zu fällen. Dann war der vielleicht schon angedutscht durch irgendwas. So, das kann sein. Angedutscht. Oh, Mensch, stimmt, jetzt wo es regnet. Wasserflasche auffüllen, ne? Ach so, das habe ich irgendwie nie getan. Habe ich die überhaupt? Die habe ich dir gedruckt und die hast du uns im Metall gesteckt, wo du sie erst hingelegt hast, keine Ahnung. Einfach Gaming, grüße dich. Schön, dass du da bist. Was? Ich glaube, Kelvin und Virginia sind kaputt, weil Kelvin saß gerade in Virginia. Aha. Die Schweinis. So, Kelvin, ich hab dich noch sofort. Ich schließe jetzt auf hier. Guck mal, aus dem kam jetzt 8 Baumstümpfe hier raus. Er zieht's knallhart durch, ne? Ich nehme ihm den Stuhl weg, er sitzt weiter in der Luft. Er zieht's knallhart durch. Okay, das muss ich mir angucken. Mal gucken, wir kriegen jetzt aber dazu, dass er wenigstens wieder weiter Stöcker sammelt. Ich muss noch die Flicken damit folgen. Ich hatte gerade Pfeffernding Probleme zu den Behältern. Er nickt nicht mal. Okay, Kevin. Nee, der hat Kevin, ich mach das jetzt nur im Wohle der Gemeinschaft. Tu das nicht. Beweg dich. Der war festgebackt gerade. Alter, der hat übelst... Der sitzt wieder. Der trainiert seine Oberschenkel. Das ist übelst geile Trainingsmethode, um dicke Beine zu bekommen. Gleich mal seine Oberschenkel. Mag den nicht, mal ein Feuer an, weil der eh drücken stand. Gut. Dann ich muss ich ja jetzt sämtliche Stöcker und Steine alleine sammeln. Doch eine Abkürzung rein.
Wie gesagt, mach ruhig. Warte, wir gehen hier ein Stück hoch. Ist das so leicht, da können wir ihn verteidigen, weil wir nur zu dritt sind. Beziehungsweise zu viert mit Virginia, wenn sie mal da ist. Ups. Hallo Dude, warum ist mein Kopf? Hallo, wo ist die Snappy Point hier? Mensch, Spiel. Das ist so ein kleiner Typ. Der hat doch voll die irren Augen gerade. Der ist bestimmt voll auf Koks. Oder irgendwas. Wer weiß, welche Pilze Virginia ihm gebracht hat. So, und jetzt gehen wir hier straight geradeaus bis zu diesem Tor. Ey, das ist perfekt, Leute. Das machen wir so. Jetzt liegen in unserem Baumstammlager liegen noch ein paar Bäume drin, oder? Ja, ja, alles gut. Ich sammle erstmal die, die hier liegen. I have this im Blick. Alright to know. Du hattest mal einen Kumpel, der hat eine Pyramide in Sons of the Forest gebaut. Okay, das klingt auch interessant. Der ist aber nicht zufälligerweise einzigartig, oder? Ach nee, das war ja bei Wahrheim. Hast du die mal gesehen, die Pyramide von ihm in Wahrheim mit diesem Granitstein? Nee. Also cool sah die ja schon aus, ne? Aber die Arbeit hätte ich mir nicht gemacht, bin ich ganz ehrlich. Das war mega viel Aufwand, das Ding zu zimmern da. Und da hat ja auch noch, haben ja noch Mitspieler mitgewirkt, mitgeholfen. Die NPCs sind klasse. Virginia hat mir gerade ihren Daumen gezeigt. Kevin den Finger. Kevin ist einfach ein übelster Angeber. Hier, guck mal, was für übelste Oberschenkelmuskeln ich habe. Wie der guckt. Der hat voll einen an der Fresse. Guck doch mal. Ich hab schon gesehen, der hat komplett weiße Augen, ne? Nee, der guckt gerade so nach unten. Der macht immer so. Nee, so. Ich weiß nicht, was du mit er macht immer so meint. Wenn ich dich nicht sehe, ist es auch schwierig, sich das vorzustellen. Wie, du guckst meinen Stream wohl nicht? Ist gerade ein bisschen schwierig. Oh, ich habe Geräusche gehört. Ich hab Geräusche gehört. Irgendwo ist ein Gegner. Nee, ich habe gerade wieder geklopft. Sicher? Glaube ich. Und das Dede, danke dir für dein Follow. Mach dich gemütlich. Nee, sicher bin ich nicht. Meine, jetzt Gegner zu hören, ist eigentlich schon, kommt einem Wunder gleich, weil es ist lautes Gewitter. Mich ausgesperrt, scheiße. Oh, diese Hitboxen von den Toren, ne? Nee. Boah. Keine Gegner, alles gut. Wenn es dann gleich in-game wieder dunkel wird, möchte ich mal vorschlagen, wir werden mal nochmal speichern und den Spielstand nochmal neu laden. Ich habe echt das Gefühl, dass Kelvin jetzt endgültig auch die letzte Dübende durchgeschraubt ist. Na, gucke mal Virginia an. Bei der ist auch nicht besser. Die rennt die ganze Zeit. Die wärmt sich gerade am Feuer, oder? Nee, die rennt ja die ganze Zeit gegen den Zaun. Blöde Luder. Jetzt trinkt. Achso, die hat Durst. Nee, die ist die ganze Zeit hier so. So dagegen gerannt. Oh, ich habe auch Durst, sehe ich gerade. Hm. Schildi. Er sitzt immer noch in der Luft. So. Aus Prinzip. Du bist ein Teufel. Steht er von selbst wieder auf, oder? Ich muss mal so gucken, wie ein Dackel. Ganz ehrlich. Steh wieder auf. So. Und das Schöne ist, liebe Leute, wenn wir die Verteidigung endlich haben, geht doch endlich an die Geschichte mit dem Strom. Strom, genau. Vissalon. Och, Virginia, jetzt hör doch mal auf mit dem Scheiß. Ich hab's letztens schon mitbekommen bei Otto Survival Buddy. Also, der Kollege Survival Buddy, der hat das schon relativ fertig eingerichtet gehabt und erweitert gerade. Und das Prinzip ist echt einfach. Ach so, ja, ich weiß, wie das geht. Ich hab das doch damals im Let's Play auch gemacht. Achso. Ja. Oh, jetzt krieg ich hier. Doch, da ist ein Snap-Hunt. Ja, krieg ich noch einen. Mal Steinwäsch. Hier, Kevin, fang. Voll Idiot. Warte mal, was sind denn das für Geräusche, Leute? Ja, doch, hier sind irgendwo. Ah, der ist im Gelände. Was? Die sind im Gelände. Irgendeine? Die sind durchgebrochen. Scheiße. Wow, interessiert ihn nicht. Armbrust in die Brust und interessiert ihn einfach nicht. Er zuckt nicht mal. Ja, doch, jetzt zuckt er mal. Er kippt sogar mal um. Aber der steht wieder auf.
Alter! So, der ist hinüber. Draußen, ja. Ach, wieder Ketchup und Mayo. Schöner Kopftreffer. Zweimal Ketchup noch. Wo sind die Pommes dazu? Keine Ahnung. Hat er mir echt noch einen Rüstungsbrunnen weggenutzt, der Sack? Wieso geht er einfach rein? Ist die Tatte auf eine Tür? Ja, weiß er, irgendwie schon. So, gib mich mal mein Pfeil wieder, ja. Schade, dass man die noch nicht mal zu Knochenrüstungen verarbeiten kann, die Typen, ne? Nee, ja. Ja, also, nee, wie reparieren man das Ding jetzt wieder? Immer noch mit einem Reparaturhammer. Ach. So, lieber Beutel, und jetzt, bevor du dich wieder davor drückst, ja? Ich hab ja irgendwo einen, ich finde ihn halt noch nicht im Inventar. Rechts neben deiner Speere. Und die Speere sind blau. Nee, da habe ich nur eine Fackel. Dann hast du noch keinen gebaut. Doch, dann ich hatte doch mal einen. Ein Seil, einen runden Stein und einen Stock. Also ich dachte, ich hätte mal so ein Ding gebaut. Ich hab's dir wahrscheinlich schon 7000 Mal gesagt, wie man sich einen baut, aber du hast es immer nicht gemacht. So, siehst du? Ganz easy. Hier links noch. Das waren jetzt nur 4 von den Typen. Wir sind so am Arsch, wenn wir keine richtig großen Fallen aufstellen. Na, wir haben ja jetzt die neue Falle schon, ne? Wir brauchen einmal viele kleine Fallen auf jeden Fall. Und dann aber auch gleichermaßen von den großen Fallen gut verteilt. Also, dass die halt nicht so konzentriert immer an einer Ecke stehen. Ja. Die kann man mit Feuer anzünden, dann werden Knochen draus, die roten. Stimmt, mit der Fackel. Stimmt. Ist mir noch im Winter mal aufgefallen, aber irgendwie habe ich total vergessen, das nochmal anzuwenden. Stimmt, da müsste man dann mal so eine Puppen machen, dass man Knochenrüstungen dort speichern, also sammeln können. Wisst ihr, dafür brauchen wir Stöcker. Stöcker? Ja, und darüber, dass du raten, was gerade die größte Mangelware überhaupt bei uns ist, wenn wir gerade versuchen, die Spikes einzurichten. Stöcker. Vor allem seitdem Kelvin ja den Arbeitsdienst verweigert. Stöcker? So, warte, aber sag mal, das sind doch eigentlich dann die Spitzen völlig irrelevant, oder? Nee, gar nicht. Nee, ich meine die oben auf dem Zaun. Die verhindern, dass die kleinen Flinken drüber hinwegklettern. Ach so, echt? Mhm. Wenn du bloß eine Mauer hinstellst, also so eine waagerechte Wand, richtig, so eine blockbehöhte Wand, ja. Die klettern dir drüber. Okay. Zu frech. Dann hast du sie in der Welt stehen. Schweinepriester. Also wenn du hier noch Steine brauchst, hier draußen liegen gerade noch übelst viele. Na, ich brauche diese kleinen Steine, also nicht die Kiesel, sondern die Zwischenstufe zwischen Felsbrocken und Kiesel. Huch. Ich stell dir einmal hier ein paar für die Reparaturhammer da. Paar Effuchis hin. Diese Ecke hier Effuchis. Ist echt blöd. Wie heißen die? Alter, wie viele davon? Der ganze Strand hier ist voll. Es ist lustig, wie die Frösche die ganze Zeit quaken. Jetzt findet er hier wieder keinen Snap-Point. Ich werde noch bescheuert hier in dieser Ecke. Schnapp bei Schnapp. So, okay, jetzt können wir weiter mit den Holzarbeiten fortfahren. Aber Leute, wir haben es ja schon gleich, ne? Also zumindest, dass hier erstmal die Ecke zu ist. Und alles Weitere ergibt sich dann. Ich werde mich auf jeden Fall übergeben. Wir sind jetzt hier so schön fleißig am Bauen und am Überlegen und am Planen. Erster Großangriff, alles kaputt. Naja, glaube ich nicht. Übrigens, wo ich gerade gesehen habe beim Steine aufheben, ich sollte noch einen kleinen Disclaimer raus und eine kleine Warnung an alle Arachnophobia. Ja, es kann passieren, dass wenn man so einen Stein aufhebt, dass da Spinnen dann zu sehen sind. Es tut mir leid, dass ich das nicht in jedem einzelnen Video bisher gesagt habe, wie es sich erbeten wurde.
Was? Wer erbittet, ja. Wer erbittet ja. sich denn sowas? Es hat sich ja jemand doch mal erdreistet, eine E-Mail zu schreiben und darum zu beten, dass man doch bitte bei jeder Folge einen Disclaimer davor stellen sollte. Naja. Genau. Und Matze hat's geschafft. Er will gerade schon wieder, dass meine Alerts in einer Tour durchbrennen. Das sind auch die Leute, die trinken wahrscheinlich Scheuermilch, weil da Milch draufsteht. Vermutlich. Ach, Matze, also irgendwie mein Stream Elements und ihr vertragt euch nicht, wa? Du schenkst mir 5 weitere Subs. Vielen lieben Dank auf jeden Fall dafür, aber ich weiß nicht, was das für ein Problem ist, ne? Jetzt wiederholt er für jeden Sub meinen Alert. Danke, mein Mäuschen, aber ich bin schon voller Brombeeren. Kannst du alleine essen? Ich schütte ihm gerade mein Herz aus und was macht er? Er flirtet weiter mit Virginia. Alles klar. Ich merke gerade, das sind gar keine Frösche, das sind irgendwelche Enten, die da rumquaken die ganze Zeit. Merkt das, Leute, seit 40 Tagen sind wir ja allein auf der Insel. Ja, das interessiert ihn den Scheiß, wie es mir geht. Jeden Abend habe ich für ihn gekocht. Ein Haus habe ich ihm gebaut. Boah, ich nehme mal wieder Bufffood. Was hast du gesagt, Robin? Ich habe dich gerade gemutet. Nein, war ein Spaß. Bufffood. Oh ja, dann jetzt sonst du dich. Gott sei Dank waren es nur 5. Oh, stimmt. Wenn du wieder 20 rausgehauen hättest oder 50 wie letztens, dann. Uiuiuiui. Dann hätte ich die Alerts ausgemacht, kurzzeitig. Oh, Alert. Hier im Chat ist so ruhig. Seid ihr noch da? Seid ihr schon eingeschlafen von vielen Holzstämmen in den Bodenrahmen? Ich mache das nur für euch. Damit wir hier sicher in Zukunft in der Natur unser Abenteuer erleben können. In diesem wunderschönen Wald. Da merkt das, liebe Zuschauer, ja, schon wieder, ja? Wir sind seit über 40 Tagen allein auf dieser Insel, ja? Und er denkt wieder nur an euch statt an mich. Entschuldigung, ich will ja immer so eine Rolle drin, ich kann nicht aufhören. Lass mich raten, du hast mich gerade wieder gemütet. Na. Nö, ich bin einfach sprachlos. Oh, shit. Ey, wir sind fast fertig. Hast du gerade eine Notiz geschrieben, da? Nach Unterlassungsverfügung googeln. Ich weiß nicht, ob das langt. Okay, es langt. Langt das wirklich? Hier ist auf jeden Fall Schwachstelle. Bin mir gerade echt unsicher, ob ich das jetzt richtig mache mit den Spikes hier. Aber man muss schon sehr nah ran, um dann verletzt zu werden davon. Und sie kosten einem auch einfach mal mindestens einen Rüstungspunkt. Okay. Ey, Rüstungspunkt! Ach, ihr guckt alle nach dem Kometen, deswegen. Verstehe. Mir juckt's Ohr. Kennt ihr das, wenn ihr Kopfhörer habt und es juckt unter den Kopfhörern das Ohr? Dann schwitzt du unter den Kopfhörern. Gut, ich glaube, der Chat ist noch da. Da bin ich ja beruhigt. Ich dachte, ich muss ja alleine mit diesem verrückten Robin meine Zeit verbringen. Was? Der hat mich verrückt, nur weil ich 11 Tage im Winter alleine hier überlebt habe. Ja, es ist verrückt. Ja, das war, also das mache ich auch nicht nochmal. Außer die Base steht. Dann sieht er wieder anders aus. Vor allem jetzt mit dem Golfwagen, das war schon, als mir das am letzten Winter-Ingame-Tag aufgegangen ist, diese Lösung meines Problems, ne? Golfwagen. Einfach auf- und abfahren, schon sind alle Gegner tot. Und dann war der Winter rum. Ich stand da. Echt jetzt Spiel? Das war jetzt echt noch so das letzte Quäntchen, was du mir geben musst. Das ist wirklich Spiel. So. Ich bin jetzt noch Steinchen übrig. Jetzt hab ich. Ja, ey, ich stand zu wenig. Jetzt muss man hier kurz. Nein. Hier liegt noch einer. Nee, 2. Nee, alles gut. Da drinnen liegen auch ganz viel, aber wegen hier zumachen. So. Geil, Robin. Bude ist zu. Endlich sicher. Sehr schön. Aber sag mal. Probier mal, ob der Kelvin vielleicht auf deine Befehle hört. Vielleicht ist er heute ein bisschen Anti-Host unterwegs. Vielleicht hat er heute so ein bisschen seine jugendliche Sturm- und Drangphase. Kurze Sache. Im ersten Forest-Part, ne? Aha. Kann ich hier nicht oben drauf? Konnte man doch die Holzpalisaden extra mit Steinen sichern.
Hier glaube ich nicht. Also okay. Ich wüsste nicht, wie. Ich habe es auch letztens mal probiert mit den Felsbrocken, weil du das erwähnt hattest. Ne? Habe ich mal ein bisschen rumprobiert, aber ich wüsste nicht, wie. Hm. Oder täusche ich mich da? Nee, da gab es ja noch nicht die große. Ja, genau, das hat man da mit den Kleinsteinen gemacht. Nö, ich habe gerade auch Kevin versucht. Möchte nicht. Ja, da bin ich, ne? Warte mal, ich probiere mal kleine Steine. Alter, ich Idiot, ne? Ich bin nee. Die ganze Zeit über. Oh, ich bin manchmal so bescheuert, ey. Nee, da geht nichts. Ich bin gerade die ganze Zeit über draußen am Stöcke sammeln gewesen, ne? Dreimal darfst du raten, welche Behälter voll sind. Oder fast voll. Die Stöckerbehälter! Ja! Und deswegen holt er wahrscheinlich keine. Doch, doch, also die waren nicht komplett voll. Normalerweise holt er immer so 4, 5 auf einmal. Das heißt, wenn irgendwo noch Platz für 5 ist, geht er nochmal los. Ah, okay. Ich habe aber eher die Befürchtung, dass vielleicht irgendwas im Weg ist. Also vom Pathfinding her, dass er einfach den Weg nicht findet. Ist aber auch echt immer gefährlich, wenn man vorher die Axt ausrüstet und danach Steine platzieren möchte. Dieses Feuer soll endlich mal runterbrennen, verdammte Axt. Was zerklopst du da gerade? Ich leg Steine hin. Hä? Hey, hatte ich da noch keine hingelegt? Oha! Na, nee, da waren noch ein paar Lücken drin. Oh, ich war vorbei jetzt, siehst du? Voll übersehen. Steine. Oh Gott, hier liegen ja noch haufenweise Baumstämme. Ja, die muss ich gleich mal einsortieren. Ich überlege gerade, ob wir damit was Sinnvolles anstellen können. Ja klar, ich wüsste schon was, ja. Wenn wir dann hier irgendwann mal mit dem Stecker fertig sind, würde ich daraus versuchen, wirklich diese Art Wehrgang zu bauen. Dass man oben auf der Palisade herumlaufen kann, weißt du? Mhm. Obwohl, ah shit, jetzt weiß ich nicht, ob der Gegner dann dadurch sich da hochglitschen kann. Schwierig. Gut. Schwieriges Thema, sag ich mal, ne? Weiß das vielleicht jemand von den Zuschauern? Also wenn ich mir jetzt hier an der Palisade oben so einen begehbaren Wehrgang errichte, ob dann der Gegner von der anderen Seite in der Lage ist, sich da hoch zu glitschen, weil es ja dann wieder ein normales Gebäude und nicht Palisade ist. Das würde mich jetzt mal sehr interessieren. So, K2-11, was genau ist jetzt dein Problem? Folge mir mal. Vielleicht machst du wenigstens das. Virginia hat gesagt. Ja, versuch mal Basis erhalten bei ihm, schreibt der Chat. Er folgt mir nicht mal mehr. Naja, wir speichern dann mal ab. Ja. Michi, mach's gut, mein Lieber. Schön, dass du da warst, auch wenn wieder nur kurz. Aber ganz viel Bordliebe für dich und Dankeschön fürs Moderieren. Ob wir die Scheiße hier zukriegen, kann ich so noch nicht sagen. Ja, bis Freitag, Michi, dann. Bis Freitag. Und erhol dich schön. Ich bin sogar schon fast versucht, dass wir die Brücke da an der Stelle nochmal kurz abreißen und dann einfach mit der Palisade verbinden. Weißt du? Wie meinst du? Ja, dass wir die Brücke selber nochmal abreißen, die Palisade zuziehen und dann die Brücke mit der Palisade verbinden. Geht das? Ich hoffe. Na, was ich halt gerade überlege, wir kriegen ja hier gar keine Tür rein, weißt du? Also ich kann jetzt hier so eine Tür, da müsste ich jedes Mal ducken. Doch, Türen weil gehen, ohne ducken. Nee, du kriegst halt. Nee, wenn du so einen Querbalken brauchst du ja dann nicht. Wenn du unten einen halben Balken hast. Ja, aber du kriegst ja jetzt hier keine Tür rein. Wie wird. Kriegst du generell nicht. Weil wir keine Palisade hier reinkriegen. Die Brücke muss weg an der Stelle. Na, aber warte mal, konntest du nicht eine Tür auch bauen, indem du als so ein Gerüst baust und dann da eine Tür rein? Ging das nicht?
Nein, nicht auf der Höhe. Also, also nee, nicht auf der Balken Höhe, sondern auf normaler Höhe. Ja, das Problem ist... Aber war das auf der Breite auch so? Weil guck mal, die Türen hier sind doch viel schmaler. Du machst da normalerweise erst eine Wand und schlägst dann da den Türrahmen rein. Hm. Dann setzt du die Tür rein in den Rahmen. Können die Brücke auch einmal wegreißen. Du musst die Viertel... Dann haben wir ganz viel Feuerholz, ja. Du musst die Viertel unten wegnehmen, aber... Ne. Ja, die Viertel unten sind ja eigentlich halbe, die ganz unten im Boden drin stecken, ne? Ja, genau. Das sind halbe, die da stecken. Deswegen kriegt man hier nur halbe drauf. Das ist blöd halt. Also läuft es auch selber hinaus, reißt die Brücke ab. Also an der Stelle zumindest. Wir können es ja dann da wieder neu kaschieren. Ja, das musst du mal machen. Ich habe da keine Vorstellung, was du genau meinst. Aber wir können ja auch mal kurz speichern, damit Kevin endlich mal wieder arbeitet. Warte, ich hole mal noch die restlichen Baumstämme, damit die auch gespeichert sind im Lockholder. So kriege ich denn jetzt das Ding hier nicht abgerissen jetzt so. Willst du dein Ding abreißen? Na doch, mach das nicht, du bist noch jung. Oh. Du Husack. Hubschrauber. Jupp. Der Vater von der Bärbel. Genau. So. Alter, war das laut. Irgendwas hast du gerade fertig gebaut. Ich habe das Baumstammlager umgesetzt, weil es mir jetzt hier im Weg war bei dem Stöcker platzieren. Ich meine, was wir auch machen könnten als Arbeitsteilung, ich sammle Stöcker, du sammelst Steine. Ich platziere Stöcker, du platzierst Steine. Was? Weil ich muss ja jetzt, an jeder Wand muss ich ja immer zweimal Stöcker platzieren. Das dauert ja ewig hier. Pro Steine dauert noch länger, weil du brauchst ja pro Stock 3 Steine. Okay. So, jetzt warte mal. Oh nee, das war nicht innerhalb. Du meinst, hier könnte ich jetzt einen Stamm drauf machen? Ach, gucke! Ha! Und dann könnte man auch durchgehen, okay. Schon wieder 20 Stöcke? Oh. Der André hat recht, der hat es im Stream gesehen, der ist sehr aufmerksam. Das sind tatsächlich Viertel da unten drin. Jetzt können wir nämlich hier... Oh, so ein Echtviertel? Oh, okay. So, und dann könnten wir doch da irgendwie eine Tür reinbauen. Oder ging das nicht, Leute? Ja, du musst erst eine ganze Wand reinziehen. Und da schlägst du den Türrahmen raus. So ist es zumindest bei der Steinwand, wenn du da eine Tür haben willst. Ah, ja. Siehst du eine ganze Wand hoch aus waagerechten Balken? Verstehe, ja. Das ist eine gute Idee. Das machen wir. So, und André, dann, sorry für mein Irrtum. Ich dachte, da unten waren halbe. Ach so, und du kannst ja trotzdem noch eine Türrahmen, glaube ich, machen. Du kannst ja für so trotzdem noch 2 Stämme stellen. Warte mal, das probieren wir mal. Wenn es jetzt noch geht, kann sein, dass jetzt nicht... Was? 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 Nee, warte, das geht gerade nicht. Naja, das Bausystem in dem Spiel war noch nie gut. Ist aber schon um Welten besser als im ersten Teil. Ja, das stimmt. Obwohl ich gestehen muss, was mir ein bisschen fehlt, dieses Blaupausensystem aus dem ersten Teil, wo du wenigstens erstmal probieren kannst, wo auch alles aneinander gesnappt hat. Ne? Ja. Hier hatten wir ja allein schon bei der Brücke das Problem, du musstest immer erst so ein Fundament fertig bauen, um das nächste ranzusnappen. Ja. Das heißt, da sind schon wie viele 100 Baumstämme reingeflossen, bevor du sehen konntest, ob du hinten überhaupt ankommst. Das stimmt. Nein, das mach ich ja wieder scheiße. So, und jetzt hier. So. So. Genau. Ha. Komm, ich schläf gerade die Hand. Na los. Was ich halt auch immer so irritierend finde bei der Palisade hier, ne? Da sind manchmal so eine harten Lücken da drin. Du weißt immer nicht, ist das jetzt kaputt? Muss ich es reparieren? Oder muss das so? So, wie hoch ist jetzt so eine Tür? Muss ich komplett? Eine komplette Baumlänge eigentlich. So, aber wie ging nochmal so eine Tür zu bauen? Gehst mit dem Baumstamm ran und dann müsste er dir das schon anzeigen, dass es möglich wäre. Also mit dem ganz normalen Baumstamm? Mit einem kompletten Baumstamm, zumindest so im Normalfall war das immer so. Okay. Check ich gleich.
dann kann ich hier mal deine Steinsäulen entfernen und gleich oben ins Dach investieren. Oh, ist das das Zeichen für eine Tür? Ja, scheint so. Sieht so aus, ne? Jetzt brauchst du noch einen Baum. Ja, geil! Und jetzt könnte man die probieren, da reinzusetzen. Geht das? Das wäre geil. Ne, warte mal. Was will er denn jetzt machen? Er will den anheben. Ich glaub, ja, das anstecken. Guck mal, ja, guck mal, lieber Robin. Jetzt kriegt man das nämlich doch zu. Ja, aber da klettern sie drüber, ne? Ja, das aber das wäre ja schon der übelste Zufall, wenn die genau die Stelle nehmen und darüber klettern. Die KI ist gar nicht mal so dämlich hier, die kommt immer da, wo der Widerstand am geringsten ist. Ja, werden wir sehen. Ja. Was sieht denn? Sieht jetzt nicht besonders hübsch aus, Leute, aber es ist... Naja. Es ist zu. Irgend sowas in der Art, ja. Wir haben eine Tür, die müssten wir dann halt irgendwie von innen mitnehmen. Wir haben Babys in der Base. In der Base? So. Yep. Übel. Oh, hier ist meine Ledertasche. Vielleicht sollten wir mal noch einen Golfwagen in die Base stellen. Noch eine Ledertasche, wo kommt die alle her? Was findest du die teure Schrotmini an den Viechern? Das ist Virginia, die hat unendlich. So, jetzt ist aber auch soweit, Leute. Jetzt können wir endlich mal. Nee, warte, wenn Babys, dann meistens eine Mutti in der Nähe. Ach, geh mal. Oder so ein Flutschfinger. Hier sind nämlich noch haufenweise Babys. Ja, ist doch nun mal gut, du Drecksding, ey. So, aber wo ist die Mutter? Mutter! Geh mal gucken, wo die ist. Die Babys machen mir zu wenig Probleme. Ja, die Tatsache, dass die Mutter in der Lage ist, mit ein paar Schlägen die Palisade einzurennen. Ich sehe keine Mutter. Ich auch nicht. Wieso kann man nicht eigentlich die Babys als Steine verwenden und damit die Spikes befestigen? Ich frage nur für einen Freund. Also, das hat er mir vorhin noch geschrieben als E-Mail. So. Ab neu speichern und. Schlafen und neu laden. Ist noch von innen abgeschlossen. Ich sollte mir vielleicht mal angewöhnen, dass wenn wir in der Base sind und da gerade eine längere Zeit bleiben, dass ich alle Türen aufschließe. Jetzt machen wir erst nächsten Früh. Ich hätte speichert. Speichern. Schlafen und dann gleich nochmal speichern. Nee, ich schlafe noch gar nicht. Ich würde noch gar nicht schlafen, ne? Na, es ist dunkel, was willst du denn jetzt hier noch rumhängen? Na, wenn wir doch sowieso neu laden. Na, aber dann ist doch dunkel. Naja, aber wenn wir es neu laden, dann ist ja immer noch dunkel. Nee, deswegen sollst du ja nach dem Schlafen nochmal speichern. Dem Schlafen speichern ist jetzt nur zu unserer Sicherheit. Es ist jetzt hell, alles gut, jetzt können wir nochmal speichern, weißt du? Und jetzt. Okay. Also das ist wie mit dem Zähneputzen, meinst du, ja? Ja. Da brauchst du jetzt du brauchst ja alle in deiner Tasche dazu, wir laden jetzt neu. Ja. Der wollte schon wieder nur fressen, der Sack. Mhm. So, würde ich aber sagen, dafür, dass ich die Folge jetzt leider auch ein bisschen zu spät angefangen habe, herzlichen Dank fürs Reinschalten auch auf YouTube, ihr lieben Zuschauer. Für euch ist heute leider vorbei. Wenn ihr mehr sehen wollt, müsst ihr einfach die nächsten Tage nochmal reinschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis bald. Ciao. Tschüss. So, und... damit auch ein herzliches Willkommen zurück auf YouTube mit der nächsten Folge. Heute nur im Zweiergespann, gerade im Hauptmenü. Wir laden gleich nochmal. In der Hoffnung, unser Kelvin ist nicht mehr kaputt. Richten, weiterspielen, dies, das, Puffpuff. Weiterspielen. Freunde einladen. Und dann sage ich gleich schon mal, mach mir das mit dem Rauchen bitte nicht nach. Ist sowieso ungesund und teuer und ich habe extra E-Mod dafür. Da hört es. Und Göttin, nicht du Baba sagen. Twitch ist nicht Baba. YouTube war Baba.
Seit vier Jahren schon. Was macht man eigentlich, wenn der Kevin jetzt immer noch pleite ist? Selber dann Stücke sammeln. Betonschuhe. Dann Betonschuhe. Beton! Ich weiß nicht, jetzt wie sagen wir Beton! Na, Kevin, wo bist du? Oh, er hat sich mal wegbewegt. Er liegt jetzt hier oben. Er hat geschlafen. Ja, sehr gut. So, du holst bitte Stöcke und füllst damit Behälter. Behälter. Na, und du steckst die Stöcke und ich schmeiße Steine hinterher. So machen wir das. Er macht es. Er hat darauf reagiert auf den Zettel. Sehr gut. Wir haben Kevin gefixt. So, hast du hier schon ein paar gesteckt irgendwo? Ja, da an der Wand, wo gerade die Babys gekillt haben. Man sieht das gar nicht richtig. Ich hätte die ja irgendwie alle außen gemacht. Weißt du, wie ich meine? Da war das Problem, dass du genau zwischen den Spikes und der Palisade hast du dann Platz für die Feinde gelassen. Die Erfahrung hatten wir nämlich damals mit Early Access gemacht. Okay. Vor allem diese kleinen, leichten Viecher, ne? Die springen einfach mal gerne da hoch. Also über die Spikes drüber hinweg. Ja. Und stehen dann genau zwischen Spikes und Palisade und zu deppern dir in aller See in Ruhe die Palisade. Das ist auch Schweinerei. Ich mach mir mal Asüble. Ja, ich zieh mir gerade erstmal Fertigfraß hinter, weil wir haben zu arbeiten. Ja, du musst dich auch auf dem Bau gesund ernähren. Ja, da sind gestern auch 0,5 Liter Wasser hinterher. So. Ja, Stocker. Oh, guck mal, er macht's, er tut's. Oh mein Gott. Mist. Ah, was mache ich denn? Das Problem, was halt nur ist, dass, das ist halt aber, wo ich recht gehen muss. Eventuell macht man noch eine zweite Reihe Stöcker außen dann tatsächlich. Weil irgendwie, wenn du von außen jetzt rauf guckst, dann haben unsere Stöcker einfach bloß noch ein paar Rastast-Dinger da dran. Ja, dann lass uns das doch auch so machen. Das heißt aber doppelt so viel Steine, doppelt so viel Stöcker, ne? Ja, das kann man ja auch offscreen mal ein bisschen machen oder so. Oder Fenrir. Ja, ja. Genau, Fenrir kann das offscreen machen. Aber dass man jetzt die Stöcker auch übereinander stecken kann, das war mir komplett neu. Da muss ich mal ein bisschen rumprobieren. Tagen mal. Ach, das sind ja wieder die. Kevin, was machst du? Nicht rumdrucksen hier. Stücke einladen. Mann. Oh, Raucherauge, alles so traurig, der arme verbrannte Tabak. Oh. Sollen die Fleischschemel Leder sein? Nee, das ist ja Schildkrötenpanzer, der unseren Regen sammelt, wenn du das meinst. Was auch immer du gekocht hast, ist gerade fertig geworden. Ja, das werde ich mir jetzt auch einverleiben. Na gut, das bringt ja nicht so viel, diese Nahrung. Egal. Klopfst du da gerade irgendwo rum? Achso, ja. Du bist neben mir. Der Kloppi ist neben dir. Der Kloppi ist neben dir, genau. Siehst du, ich habe ja auch noch Steine im Inventar. Könnt ihr gleich mal ein bisschen zur Hand gehen? Was? Mit einem Stein willst du mir zur Hand gehen? Ja, so einmal aufs linke und einmal aufs rechte und wenn du dann so richtig Spaß dran hast, dann noch in die Mitte. Eichhörnchen, komm, ich erschlag dich mit meinem Stöckle. Blödes Mistvieh. Stimmt. So was ist auch eine schöne Offscreen-Arbeit. Einfach nur stumpf jagen gehen. Ah,
Ach so, die Fleischdinger. Nee, das ist eine Rüstung. Das ist eine Rüstung. So, nochmal hier alles checken. Hier ist alles klar. Oh, da ist ein Stein. Ah. Ich fange einfach mal von der anderen Seite an. Um Seite. Mhm. Es ist aber geil, wie schnell dieser ganze Steinspaß hier wieder nachspawnt, ne? Es war eine dämliche Arbeit jetzt hier, aber wir müssen es ja machen, Freunde, damit wir hier sicher sind. Huch. Da war doch gerade noch eine Hitbox. Wir müssen dann vielleicht nochmal von außen kontrollieren. Ich habe hier gerade eine komische Hitbox gehabt. Was war Kevin mal normal? Ja, gute Frage. Nächste bitte. Oh ne, das ist zu weit von der Palisade entfernt. Ich guck trotzdem mal, wie es von außen aussieht. Axel, grüße dich. Kann ich gleich nochmal Steine sammeln? Oh. Was heißt oh? Bin hier gerade aus so einer Erdspalte rausgesprungen und habe da mal den frisch gesteckten Stock wieder rausgerissen, weil ich gegen gekommen bin. Ich habe mal in The Sons of the Forest eine mega coole Falle gebaut. Also die habe ich aus einem anderen YouTube-Video von einem englischsprachigen Content-Creator geklaut, die Idee. Und zwar hat er wie so eine schräge, wie heißt das? So ein Wall gebaut und dort dann überall Spikes reingesteckt. Also richtig viele übereinander. Was du vorhin auch schon mal erzählt hattest, aber halt. Den habe ich auch gesehen. Ich glaube, den haben wir uns damals gegenseitig geteilt in der YouTube-Gruppe. Ja, und das fand ich mega geil. Und es hat auch übelst super funktioniert. Du musst sie halt bloß dahin locken. Die sind dahin gelaufen und sind halt dran verreckt, ne? Hat's halt überhaupt keinen Stress. So, hier hat doch vorne noch einer gefehlt. Na egal, ich mach erstmal hier weiter. Hier kommt Musik. Hast du einen Kassettenrekorder gefunden? Ja, schon jetzt ist er bei mir. Wie, jetzt macht er keine Musik mehr? Kaputt, Batterien alle. Nee, wenn ich platziere, macht er keine Musik mehr. Das ist ja doof. Also eigentlich sollte, Hallöchen. Doch, eigentlich sollte das gehen. Oder du gibst einen Kevin, dann rennt er dir die ganze Zeit hinterher mit der Mucke. Nee, der soll ja Stöcke sammeln. Mann, der braucht auch mal Abwechslung. Hat er doch, sonst hat er mal Steine gesammelt. Er kann froh sein, dass ich ihn noch am Leben lasse. Gott, Leute, das ist heute eine sehr stupide Arbeit. Aber wir kommen schön schnell voran, muss ich aber sagen. Ich bin es ja sonst gewohnt, immer alles alleine hier zu machen. Weil ihr ja offscreen immer nie Zeit habt. Aha. Setz live. Ja, und jetzt, wo wir das zu zweit machen, geht das schön fix. Fix! Sagt er und sieht Kelvin, wie er oben auf meinem Bett festhängt, während er Stöcker sammeln soll. Jetzt geht's mir nicht so an wie so ein kaputter Dackel. Oh, Junge, bitte. Er geht aus dem Fenster. Zack, er hat's aus dem Fenster geschmissen. Ja. Er hat's wirklich aus dem Fenster geschmissen. Ist das geil. Weil ich ihn gerade neu befehlige, sozusagen. Wutknubbel, grüß dich. Wutknubbel, grüß dich. Und von ihm kommt, der Wolf läuft ja auch nicht im Weg herum. Ja, deswegen geht's schneller. Genau, nee. Das ist einfach, weil ich sonst das immer hier alleine gemacht hatte. Weil ich das immer meistens, weil ich nicht schlafen konnte. Hat er dann mal mitten in der Nacht gemacht. So auf dem Wochenende. Und jetzt geht's aber rucki zucki. Jetzt, wo wir auch mal zu zweit sind. Rucki zucki. Rucki zucki. Ist nicht meine Arbeit, ja, mit den. Aber eigentlich ging das recht schnell. Was? Also diese komische Falle da zu bauen.
Ist halt nur trickreich, ne? Also man muss halt in einer gewissen Reihenfolge gewisse Balken setzen, also auch ja, genau. Unterschiedlicher Länge und so. Genau. Jetzt hat er einen Stock in der Hand. Ich will keinen Stock in der Hand. Ich will Stein. Das ist krass, wie schnell die nachspawnen. Ich bin begeistert. Du drehst dich jetzt um, bist komplett leer. Hast hier im Prinzip gerade alles abgefarmt. Und du drehst dich um und ist alles wieder voller Steine. Mhm. Das ist nice. Das ist nice. Ohne Scheiß, Leute, das ist nice. Jetzt wird es aber langsam eng in der Base mit den ganzen Wagen und so. Wir müssen dann mal noch wie eine Art Parkplatz errichten. Ja, so. Die Schlitten können wir ja dann theoretisch auf der Brücke parken oder so im Dreh. Obwohl, nee, da fahren sie auch wieder runter, wenn die Gegner kommen. Aber die Schlitten können wir irgendwo außerhalb der Base parken. Ja, und, hier Baumstammlager und sowas ist ja jetzt wirklich nur während der Bauphase eigentlich notwendig. Und selbst da haben wir ja nur eins. Ja. Oh, Eichhörnchen schon wieder. La 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 la. La 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 la. Aber wir können ja dann wirklich zur Abwechslung noch irgendwas anderes machen. Warum liegt hier ein Stock und irgendwas ist hier draußen los? Irgendwas ist hier draußen los. Hier lag nämlich gerade ein Spike kaputt. Der lag hier direkt kaputt? Bei dir. Lag ein kaputter Spike. Und jetzt habe ich irgendwas ich röcheln gehört. Aber hier ist nichts. Wir sind übrigens gelbe Blumen, wenn du brauchst. Ja, ich bin voll. Hier sind dann alle Spikes da. Dann lag der Stock einfach nur so rum. Die spawnen ja auch bei uns in der Nähe. Aber das sah so komisch aus, weil der Stock lag direkt. Virginia, komm bitte wieder rein. Na, dann halt nicht. Dann erschießt du draußen alle. Weil dort lagen genau drei Steine und dieser eine Stock, deswegen. Habe ich mich geguckt. Okay. Und dann hat es plötzlich geröchelt draußen, aber wer weiß, was ich gehört habe. So, wo sind wir denn jetzt? Kelvin, du bist aber auch, also heute bist du, also, Kelvin, ich warne dich, sammelst du jetzt wirklich die Spikes auf, weil du Stöcke? Nee, so, okay, gut, ich wollte schon sagen, Alter. Ey, ich hätte ihn geköpft jetzt, ich hätte ihn jetzt geköpft, ne? Der Arme kann doch nichts dafür. Du bist sein Ziehvater, ja? Stell dir vor, du bist hier ganz in Ruhe dabei, Spikes zu setzen. Du drehst schon dreimal dieselbe Runde und denkst dir so, hä? Sag mal, war ich hier nicht vorhin schon? Und siehst dann, wie er deine Spikes wieder aufsammelt, weil er den Befehl von dir hat, er soll Stöcker sammeln. Trotzdem, du bist sein Ziehvater. Alles, was er macht, hat er von dir gelernt, ja? Ja, schon, aber der Flugzeug, der Helikopterabsturz hat da ganz, ganz viel wieder kaputt gemacht. Okay, Leute. Schwupp, schwupp, schwupp. Okay, ich gehe mal kurz ins Dorf gucken. Vielleicht ist da jemand da. Ich muss mal nach dem Weg fragen. Oder mal ein paar Leute rekrutieren, die mit mir Steine sammeln. Wird schon wieder so düster. Wir haben doch aber gerade erst geschlafen, ne? Ja, ja, aber es könnte auch einfach Nebel sein. Ja, es ist gerade noch nicht mal Mittag. Ey, wo ist denn hier das Dorf? Gibt's das nicht mehr? Doch, doch, das gibt's noch. Ich sehe das Lagerfeuer. Das habe ich nicht. Mehr. Also ich habe zwar kaputt gemacht, so an sich kaputt gemacht, aber die spawnen ja trotzdem immer wieder da. Aber ich sehe die Lagerfeuer nicht mehr. Vielleicht haben die kein Brennholz mehr. Mitten im Wald kein Brennholz, genau. Aber guck mal hier, das Lager ist direkt vor mir, aber es kommt keine Qualmwolke raus. Das geht nicht. Bad is not boosted. Grüß dich, hi. Die Ashlands, ja, ich bin gespannt. Ist das jetzt schon voll Release, dieses Update? Ist das alles schon so weit, wie es sein muss? Kann man das schon zocken?
Also zumindest wird es bald released. Also ich habe jetzt haufenweise neue Videos auf YouTube vorgeschlagen bekommen, deswegen. Oh, hier ein Portemonnaie liegt hier rum. Guck an. Da habe ich auch das Gefühl, dass die irgendwie nachträglich spawnen, ne? Auf 70 Mal an derselben Stelle vorbei und auf einmal liegen da Portemonnaies. Ja. Feuer brennt nur, wenn die zu Hause sind. Miggy Doc, grüße dich. Gut zu wissen. Immer ein Seil. Oh, ich kann keine Seile mehr tragen. Das ist doch alles nicht zu ertragen, Leute. Okay, wo geht's denn hier nach Hause? Da. Da, wo es L leuchtet. Mhm. Oh, ich überlege gerade, konnten wir Seile auch einlagern? Ich glaube ja, ne? Das weiß ich gerade nicht. Soll ich mal im Lucky Cookie machen? Lucky Cookie? Noch keiner eingelagert? Okay, dann. Da sitzt ein Reh vor der Tür und hat sich ist total verletzt. Ich hab's mal. Naja, man kann die einlagern, die Seile. Ich hab's mal erlöst. Willst du noch mal Fleisch, frisches? Kannst du aufhängen direkt. Nee, ich meine, dann könnten wir es zusammenschlachten, weißt du? Also heute. Also. Ja, wenn mich Virginia rauslässt, ja, aber jetzt hat sie mich rausgelassen. Da hinten bist du, okay. Finja? Ah, hier sind noch gar keine Spikes, oder? Bei mir liegt auch ein totes Reh. Ja, das ist das. Ach, du meinst das, okay. Naja. So, 1, 2, 3. Ballerbude, du hast dieses Spike-Ding auch mal gebaut. Achso, ich kann ja wieder kein Fell mehr nehmen. Kann man das irgendwo einlagern? Du siehst das Fell jetzt auch oben im Tor feststecken, oder? Ja. Gut. Warte, ich bring mit meinem Po ran. Wieder zwei Köpfe. Kann man das einlagern, das Fell? Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Mal gucken. Ich bin durstig, sagt das Spiel. Ja, es würde gehen tatsächlich. Ja. Ich weiß zwar nicht, wofür wir noch Fell brauchen. Na doch, für so einige Möbel. Ja, für, also vor allem für. Wo hast du es eingelagert? Edge, bequemerer Stuhl und so weiter und so fort. Wände von dem Tor aus. Das ist schon okay. Also musste ich das hier in der Hand nehmen oder wie ging das? Ne, so war das alles klar. Portemonnaies kann man auch einlagern, ist ja geil zu wissen. So von übelsten. Da wüsste ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht warum, außer man ist wirklich schon mit allem so dermaßen überladen, dass man die bloß noch zur Seite steckt. Aber wir sind ja immer mit Mangelware bekleidet hier. Seile? Wie ging jetzt Seile? Geht das auch? Geht auch, ja. Muss bloß halt durchblättern durch dein Inventar sozusagen, wenn du da die gedrückt hättest vorher. Hä, wo lagert denn der die jetzt ein? Ich sehe gerade nicht, wo der die einlagert. Ich war an dem hinteren. An der Seite. Ah, ja. Okay. Ja. Lustig. Okay. Das war kein Pups, das war mein Fuß. Ja, ja. Nee, wirklich. Ja, ja. Jetzt hör doch. Warte, jetzt kann ich dich nochmal nachmachen. Das riecht genauso wie deine Fürze, ja? Ja, schlimmer, ja. Ah, schon wieder ein Reh. Was wollen die denn hier? Mhm. Virginia hat auch schon wieder irgendwas. Hier. Kaum spiele ich mit anderen zusammen, fange ich an, das Lager zu sortieren. Virginia ist gehüpft, wie ein junges Reh. Ja, warum hast du da jetzt so eine Trockenfutterdose darunter gelegt? Das gibt gar keinen Sinn. Die hebst du wieder auf da unten. Die lag vorhin schon da. Ich bin gerade erst am Sortieren. Ja, 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 ja. So, Leute, ich beobachte das jetzt hier. Ich gehe mal ganz kurz an die frische Luft. Bin gleich wieder da. Und ihr guckt ganz genau, was der Robin jetzt hier treibt, ja? Trümmer, Leute. Nachti, Nachti. Schlaft gut. So, bis gleich, Leute. Bis gleich. Ah.
Scheiße, ich habe das Gefühl, der brennt jetzt ewig, oder? Mal so eine Frage an die Zuschauer von Beutel. Nimmt Beutel gerade Schaden? Ich frage nur für einen Freund. Weil seine Rüstung ist noch komplett. Achso, und das müsstet ihr bitte kurz bei mir in den Chat schreiben. Falls jemand von euch gerade beide Tabs offen hat. Nee, sagt Frank, Femmens. Dankeschön. Dann ist es einfach nur, ist es wenigstens mal nicht mehr so ruhig. Also mir fehlt schon die ganze Zeit immer Musik hier in diesem Spiel. Deswegen ist es gerade ganz praktisch, dass er für mich singt. Und danke, bis Luni. So, Draht habe ich nämlich auch gesehen, werden wir verdammt viel brauchen. Wenn ich dann anfange, hier die Elektronik zu verlegen. Hä? Wo hat denn der jetzt so... Oh, er hat seinen Ding gebrochen, Idiot. Oh, ist das ein... So. Ich finde das echt ein bisschen nervtötend mit dem Regalsystem hier, dass man immer bloß so wenige aufeinander stapeln kann. Hier 12 Draht nur immer. So, auf der Seite ist Draht jetzt weg, ja. Lag hier drin noch welche drum? Nee. Dann, next step sind C4. C4, was soll ich denn die heute wieder wegnehmen hier? Oh Gott. Na. No. Es war vielleicht nicht die cleverste Entscheidung, dass ich die Regale Rücken an Rücken gebaut habe. Aber nur vielleicht. Oh, lol, der macht's ja. Oh, okay. Ah. Autsch. Wer schlägt mich hier? Ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du diese gähnende Stille unterbrochen hast mit deinem fröhlichen Gesang des Feuertanzes. Oh, ich habe keine Rüstung mehr. Ich habe noch ein Stück Rüstung. wer hat denn da die Fackel hingesteckt? Das warst du doch, oder? Ich zieh aus. Ich geh jetzt auf die Insel. Hä? Ich hab deinen Chat gefragt, ob du Schaden bekommst, aber die haben gemeint, nee. Ach, irgendjemand hat ein Lagerfeuer unter mir angezündet. Ich dachte, es lag an der Fackel. Das war bestimmt der Fenrir. Nein, das war bestimmt der Fenrir, ne? Nee, das warst du vorhin. Und Virginia hat sich dran gewärmt, wie du siehst. Die war's auch. Du brennst uns noch die Hütte ab. Ich sag's dir. Warte mal. Nee, alles gut, ey. Als kleine Entschädigung. Ich hab, glaube ich, eh noch Knochenrüstung. Alles gut. Ich bin nicht so scharf auf Rüstung. Ey, was ist mit der Tür los? Sie zuckelt. Ich geh nochmal in das andere Dorf kurz, damit die Zuschauer auch mal was anderes sehen, außer Steine setzen. Na, warte mal, ich setz mal die ich gesammelt habe. Die setz ich mal noch. Achso, hier waren ja gar keine Spikes mehr. Ich kann hier gar nichts mehr setzen. Doch. Die andere Seite von der Brücke. Ja, ja. Also rechts von der Brücke habe ich jetzt auch schon angefangen. Ja, ja. Achtung, Eichhörnchen, ich lege hier schwere Steine hin. Bist du deppelt? Oh, hier kann ich keine hinlegen, doch. Ist nur die Hitbox ein bisschen verrückt.
dass man immer nur 3 C4 aufeinander legen kann. Sag mal, was hat denn sich der Entwickler gedacht, wie viele Regale ich jetzt für ihn bauen soll? Wie kann ich nochmal das Walkie-Talkie ausmachen? Indem du dieselbe Taste nochmal drückst, und zwar T wie Theodor. Okay, naja, ich hab dicke Finger, hab irgendwas gedrückt gerade. Aber klingt das wirklich so? Mach du mal, mach... Was genau meinst du denn, was ich machen soll? Alle durch das Ding sprechen. Hast du es jetzt nicht gehört? Nee. Ich hab's gerade gemacht. Warte, ich komm mal näher. Das geht ja wahrscheinlich nur, wenn ich... Wo bist denn du, Alter? Ich bin immer noch im Lager. Nö, du klingst ganz normal. Vielleicht hast du das Voice-Ding nicht eingestellt. Ach so, dann habe ich vielleicht so ein Push-to-Talk nicht aktiviert oder andersrum. Ich habe Push-to-Talk angeschaltet und aber weiß gar nicht, welche Taste es sein soll. Bei mir hörst du es, oder was? Ja, ich höre es sehr gut. Ah, okay. Hörst du es jetzt bei mir auch vielleicht? Nö. Nicht? Okay, dann vielleicht jetzt? Nicht, welche Taste hat denn das verdammte Scheiße? Ist egal. Ist egal. Ach nee, ich weiß warum. Ja, logisch. Das Spiel läuft auf dem Gaming-PC, mein Mikrofon ist aber auf dem Streaming-PC angeschlossen. Ah. Das Spiel weiß gar nicht, welches Mikrofon es nehmen soll. Ah, verstehe. Grüße dich, Ritze. Hi. Nee, hier kann ich keine Steine setzen. Hier sind die Hitboxen echt komisch hier hinten. Doch, jetzt geht's. Oh, komische Hitboxen. Ich bereue so langsam aber sicher dieses Regalsystem, wo ich die Regale Rücken an Rücken gebaut habe. Das ist doch völlig. Regal. Ah, irgendwie schon. Ja. Verstehst du? Ist doch völlig regal. Ja. Du weißt schon, wenn man einen Witz erklären muss, ist er nicht mehr witzig. Wie still er ganz plötzlich ist. Nee, ich habe schon wieder nachgedacht. Ich kann aber nicht zwei Sachen gleichzeitig. Diese flinken Eichhörnchen. Ah ja, wisst ihr, was ich mal wieder mache? Aloe sammeln. Oder habe ich nicht sogar genug Aloe? Ey, ich habe schon 7 Aloe, Leute. Schafsgarbe fehlt uns. Ihr habt immer noch. Das ist ja ein Ding. Wie sieht die denn aus? Ich bin gerade nicht so bewandert, wie Schafsgarbe eigentlich aussieht. So, genau. Am Hubi war ja jetzt nichts weiter, ne? Wo war denn dieses andere Dörfle? Mensch, Ritze, ich dachte, wir sehen uns mal am Wochenende beim Sinister. Keiner da hier im Dorf. Ah, lecker. Autobatterien müsste ich mal auslagern. Anscheinend. Ich koste mal einen Pilz, mal sehen, wie der schmeckt. Oh, der war gut. Die Batterien kann man leider nicht auslagern. Das geht nicht? Ich habe schon ein paar Mal erzählt und probiert. Also ich wüsste nicht wie. Also die kannst du wahrscheinlich nur aus dem Inventar loswerden, indem du sie direkt an die Solaranlage anschließt. Ja, okay. Und die Solaranlage selber wollte ich oben aufs Dach platzieren, weil wir da einfach den besten Platz für haben, dachte ich. Das ist, glaube ich, egal. Also damals war es egal, wo die ist. Nee, im besten im Sinne von, es steht da nicht im Weg rum, die Solaranlage, weißt du? Mutant. Brauchst du noch Rüstung? Dann komm mal zu mir. Ja, da haben wir Rüstung. Sekunde, ja. Auf dem Weg. Ach, du bist hinten bei dem Nachbardorf, ja? Ja, das ist ein Mutant gerade. Oh, nicht mehr lange. Der ist aber aggressiv. Was ist denn mit ihm? Schießt dir das Bein weg. Hallo. Na, das ist scheiße. Jetzt hast du mir meine letzte Rüstung genommen, du Blödmann. Was?
Was kannst du eigentlich, ja? Naja, toll, jetzt habe ich eine Rüstung verloren und eine kriege ich wieder. 3, 2, 1, go. In der Ecke werfen geht auch. Aber wenn du dann neu lädst, dann sind die ja weg. Hm? Was in die Ecke werfen? Na, die Batterien. Oder war das Sarkasmus? Wie kann man die denn werfen, bitte? Na, legen, also droppen. Ja, wie? Ich kann sie zwar in der Hand nehmen, aber ich kann sie nur so droppen, sonst hätte ich es mal probiert, einfach die ins Regal zu stellen. Okay, Mickey Doc schreibt, die bleiben, aber wir können sie ja nicht wegwerfen. Ja, Virginia, ja, jetzt kommst du, blöde Kuh, ey. Also, wie kann man denn die Autobatterien weglegen? Also, wenn ich sie jetzt, wenn ich jetzt na, die Waffe wechsle, dann sollen sie jetzt Inventar. Aber wenn mein Inventar schon voll ist mit denen, dann droppt das einfach auf den Boden. Meint ihr das so? So, aber dann bleibt. Dann muss ich ja jetzt mal jetzt vom Dorf dann nach Hause laden. Er ist direkt vor mir gespawnt! Ja, machen sie gerne mal. Wo ist denn diese komische. Okay, er ist behindert. Also, du weißt schon, betäubt. Hm. Kannst du ihn mit einer Nahkampfwaffe. Der macht auch schon ordentlich. Kannst du ihn mit einer Nahkampfwaffe. Ist down. So, komm her. Achso. 3, 2, 1. 1. Wie ist das eigentlich, wenn man. Eine. Der hat mich ja gerade getroffen, aber er hat jetzt nicht meine Rüstung weggemacht. Das heißt, die hat schon mal einen kurzen Schaden bekommen. Wie ist denn das, wenn ich jetzt daraufhin auf die halbe Rüstung, die jetzt quasi mit dem nächsten Schlag weg wäre, eine neue lege? Ist sie dann wieder gut, diese Rüstung, oder ist sie, habe ich dann trotzdem nur anderthalb? Wäre eine Überlegung wert, aber wie willst du das rausfinden, wie viel Haltbarkeit sozusagen deine Rüstung noch hat? Du hast ja nirgends so einen Anzeigewert dafür. Ja, das stimmt auch wieder. Irgendwer schimpft hier. Na, außer du sagst, dass du nach jedem Kampf, wo du weißt, du hast Treffer kassiert, dass du einfach komplette Rüstung einmal austauscht. Das setzt aber voraus, dass du im Inventar immer eine vollständige Rüstung hast. Hm. So, womit war ich eigentlich gerade eben noch beschäftigt? Achso, ja, ich habe da umsortiert, aber ich glaube, ich war tatsächlich durch. Dann kann ich nämlich jetzt wieder Stöcker platzieren, wo der Kelvin auch schon wieder fleißig am Sammeln ist. Doch, Kelvin, unser Kelvin, ne? Ich sollte aber erstmal Steine platzieren, wie ich gerade merke. Solarpaneele zu Hause auf den Boden setzen, dann die Batterie anbauen. So kann man das Inventar leer machen. Auch eine Idee. Okay. Ja, das meinte ich ja vorhin, dass man das wahrscheinlich wirklich nur los wird, indem du sie direkt anschließt schon. Aber auf dem Boden finde ich, ist es immer so fehlplatziert, wenn der so mitten im Weg ist, weißt du? Hab dann noch immer Angst, wenn hier doch mal was dann über die Palisade kommt, dass wir uns die Solarpanels kaputt machen. Hm. Könnt ihr das überhaupt? Ich weiß es gar nicht mehr. Krass, wir sind ja schon fast wieder ganz rum. Nee, stimmt gar nicht. Ich bin verwirrt. Ich bin maximal verwirrt. Gunther, hallöchen, grüß dich mal lieber. Welcher Gunther? Weißt du, den Wolfsus, der hat sich krank gemeldet für heute. Welcher Gunther? Der Meier? Der Meier, natürlich der Meier. Oh, der ist auch überall. Der ist überall. Den haben wir uns alle gegenseitig gemobst. Der mobst sich. Aber auch schon seit Jahren, ne? Der mobst sich selbst. Ja. Aber auch schon seit Jahren ist der Gunther dabei. Ich weiß noch, damals habe ich noch auf YouTube gestreamt. Das ist jetzt auch schon fast 3 Jahre her. Bei unserem ersten Valheim-Community-Projekt hat er schon zugeguckt bei uns. Ah ja. Und noch viel früher bei Fenrir. Gunther, der ist berühmt. Mit dem habe ich mal ganz, ganz früh, als ich quasi angefangen habe mit YouTube, da hat er auch mal eine Folge bei Conan Exiles mitgemacht. Hm. Mit der Taxigurke zusammen. Und Chutney war dann auch dabei. Genau. War ganz lustig. Der Gunther, der redet nämlich, der hat
Wie heißt der Dialekt? Ist das Baden? Nee, ist irgendwas anderes. Gunter, woher kommst du? Schreib's mal bei Robin in den Chat. Also erstmal schreibt er dir, dass er dich auch ganz doll liebt. Ja. Also wirklich, es steht da, Beute, I love you too. Der kommt auch immer freitags. Da steht nicht, leck mich oder so. Freitags in unseren Ehe-Stream und begrüßt immer nur Jane. mich nie. Das ist der Running Gag. Aber vielleicht ist auch gar kein Gag. Vielleicht solltest du mal mit Jane ein erstes Wort reden. Ja, also Beute, Chutney und er hat er jetzt geschrieben. Aber die Frage war, was für ein Dialekt du sprichst. Also wie man das nennt, Badisch, Schwabisch. Entschuldigung, warum was war? Noch eine Rüstung weniger. Das ist halt das Blöde, dass du halt mit einem Mausklick die Steine platzierst und dann willst du dich umdrehen. Ach so. Und noch aus Reflex den nächsten Mausklick. Ja, Gunther, du machst gemeint, welchen Dialekt du denn eigentlich sprichst. Ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Warte mal, wie war denn das? Hab ich mich kaputt gelacht. Ah, das ist der Irrgarte. Das ist der Irrgarte. Das ist doch Schwabisch, oder? Also er wollte sagen, das ist ein Irrgarten. Und er hat aber gesagt, das ist der Irrgarte. Ich wollte schon sagen, der Dialekt heißt Irrgarten, was? Badenza. Was ist denn das? Was ist denn Ditte? Oder? Achso, oh, ja, Baden. Ja. Badenza. Ja. Verstehe. Die Virginia hat gerade Bitte gesagt, aber Problem ist, die stand dabei auf der anderen Seite von der Palisade. Was hat sie mir jetzt wohin gelegt? Dann komme ich da ran, ohne mich aufzuschließen. Ja, ja, ich weiß, was sie gemacht hat. Sie hat kurz ihr Trikot hochgezogen und ihre Brust gezeigt und hat gesagt, bitte. Ja, genau. So ist das nämlich abgelaufen. Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier los? Was ist denn jetzt schon wieder? Ah. Ja, wie gut, dass wir die Spikes gesetzt haben, aber wir sie noch gar nicht umgeknickst haben. Ja, das ist ja gar nicht schlimm. Ich hab mich gerade. Naja, doch, weil die Spikes dann dementsprechend gar nicht nach außen zeigen, sondern sie zeigen nach oben. Naja, das ist aber noch nicht schlimm. Wir brauchen die da erst im Winter hier hinten. Also ich finde es sogar besser beim Steine setzen, weil man dann sieht, wo man sie hinsetzt. So, wollen wir mal kurz pennen gehen? Ja. Kevin scheißt gerade unter die Treppe. Guck mal, der Kevin scheißt unter die Treppe. Ja, soll er doch. Das ist ja. Da wir ja kein Klo bauen dürfen, der Entwickler erlaubt uns ja kein Klo, muss halt unter die Scheiße treppen. Genau. Das ist ja also alles egal, ja? Dass es hier dann nachts nach Scheiße riecht. Mir dann scheißegal, dass es nach Scheiße riecht. Ja, jetzt liegt er wieder hier oben. Wir hätten vorhin einmal noch schlafen müssen. Und ich habe natürlich wieder vorm Schlafen gehen gegessen und getrunken. Ja. Weil wir schlau sind. Oh, ich brat mir erstmal ein paar Fleisch. Mach mir gleich eine Fleischsuppe, glaube ich. Jetzt, wo hier so ein schönes Lagerfeuer im Haus ist, kann man... Aber da bin ich ja wirklich erstaunt, ne, dass sie da kein Feuersystem eingebaut haben, dass sie die Bude abfackeln kann. Ich habe gerade rohes Fleisch gegessen. Guten Appetit. Ja, hau rein. Lass dir schmecken. Hauptsache, was ist das davon? Wie ging es denn hier, dieses Fleisch da reinzusetzen? Ach so, okay. Ja, hab's schön. Gedrückt halten war das, glaube ich, ne? Jetzt ist das Feuer ausgegangen. Warum? Weil kein Brennstoff mehr da. Musste mal Äste nachlegen und Feuerholz wieder. So, das muss jetzt aber reichen. Hungerdurst, genau, Hungerdurst. Das Zeug war ja sogar schon sauber. Wenn ich das jetzt ausrüste, kann ich das hier wieder reinkippen in so eine Schildkröte? Nee. Wie viel, das Fleisch wird gar nicht durch. Wie viele Jahre ich schon streame? Ich habe im Januar 2019 angefangen mit YouTube und Twitch. Hast du da auch schon gestreamt oder hast du erst... Ja, ich habe direkt meinem ersten Stream habe ich sogar gleich vor, bevor ich überhaupt irgendeine Folge auf YouTube hochgeladen habe, habe ich mal auf Twitch probiert. Also war ja für mich alles neu, ne? So...
neuer PC und überhaupt mit OBS klarkommen und so. Und da habe ich tatsächlich auch The Forest mit Seba und einem Kumpel von mir gezockt. Es war natürlich richtig scheiße, also die Qualität und so. Aber ja, tatsächlich, der erste Stream müsste 17. Januar oder so gewesen sein. Und die am 19. Januar habe ich, glaube ich, die erste YouTube-Folge hochgeladen, 2019. Ewig her. Ich hatte mich gerade erst noch gewundert, wo du angefangen hast zu erzählen, er hat sofort gestreamt. Ich habe reingefallen, warte mal, damals brauchtest du ja mindestens 500 Abos, um überhaupt streamen zu dürfen. Aber okay, wenn du erst auf Twitch gestreamt hast, ja, das erklärt's. Aber echt? Brauchte man da 500 Abos? Sicher? Ja, ja, das war damals noch richtig Frechheit eigentlich von YouTube dann. Echt? Aber der Fenrir, der hat doch... Ich hab doch mal ARX... Das kam dann später. Das kam dann später. Da haben sie das runtergeschraubt auf 100. Ja, okay, weil ich hatte doch mal ARX... Nee, was hab ich... Wo war denn Fenrir mit dabei? Fjordor. Doch bei ARX. Ja, aber welche Insel jetzt? Ich glaube, der war sogar wirklich mal Gast bei Maki und Mio, oder? Ah, ich weiß nicht mehr. Ja, ich würde sagen, das war die Insel mit den Dinos. Weil ich mich so gut mit ARX auskenne. Voll Profi geworden, Herr Ritze. Voll Idiot bin ich geworden. Ich hab's bis heute noch nicht drauf. Mal irgendwie ein vernünftiges Intro und so. Ich hab voll Profi. Ich hab seit 3 Jahren rede ich davon, mal Merch zu machen. Die Leute wollen unbedingt T-Shirts, Mützen, Tassen und sowas. Das nehme ich mir alles schon seit Ewigkeiten vor, aber ich krieg das alles nicht geschissen. Weil ich ja erstmal ein neues Logo machen will und dies und das. Und es ist auch sehr zu empfehlen, dass du ein Patent beantragst auf die Marke. Ja, kostet aber auch seinen Spaß. Ich bin da stressfrei. Oh, da ist eine Falle aufgestellt da hinten. Ja, du bist da vielleicht stressfrei, aber der Anwalt, der dich dann verklagen kann, der nicht. Das ist leider, meinst du? Das ist echt so ein Haibecken. Das ist wirklich leider echt ein Haibecken. Sowas. Es gibt da draußen wirklich Agenturen, die darauf achten und gucken und checken, ist denn das Logo, was da auf dem T-Shirt käuflich erwerblich ist, also Naja, es ist ja mein Gesicht. Ja, ja, aber wenn du dann auch irgendwas anderes mit dazu packst oder auch nur, wenn es eine gewisse Farbgebung ist, wie zum Beispiel bei dir dieses Schwarz-Weiß, muss das patentiert werden tatsächlich, solange du damit Geld verdienst, mit diesem Aussehen da. Nee, verstehe ich nicht, aber das ist doch ein Foto von mir, was Jane per Photoshop bearbeitet hat und das einmal schwarz-weiß gemacht hat. Aber wenn du Merchandise machst, also wenn du damit dann eine Gewinnerzielungsabsicht hast, muss eine Marke drauf tatsächlich, das ist echt vorgeschrieben. Ich habe auch nicht schlecht geguckt, wo ich damals meinen Merch gemacht hatte, die ich mittlerweile wieder offline geschaltet habe, war nach den ersten 10 Bestellungen war schon der Feierabend mit der großen Nachfrage. Komisch. Und ich hatte mich dann halt auch mit einem befreundeten Anwalt zusammengesetzt und den dann mal gefragt, ob das wirklich stimmt und so. Und hat da alles nochmal in Ruhe rausgesucht. Ja. Und hat dann auch gemeint, ja, also du kannst da wirklich enorme Geldbußen, kannst du da wirklich auf dich zukommen sehen, wenn du das nicht machst tatsächlich. Und wenn du halt richtig ins Klo greifst, ist da halt wirklich eine Agentur hinter, die checkt das. Also ist ja öffentlich einsehbar mit uns so einer komischen Nummer, die du da wohl checken sollst. Mhm. Die checken das gegen und wenn du es nicht machst, dann können die dir da wirklich den Kopf und Kragen rumklagen. Okay. Verrückter Scheiß. Ja. Und da kann ich dir schon mal sagen, allein die Beantragung und Durchführung hat 360 Ocken gekostet. Ja, aber wenn ich so. Also wenn du Merch machen möchtest, brauchst du wirklich schon von vornherein her verpflichtende große Anfrage. Na, aber wenn ich zum Beispiel mich selber malen würde, also wenn ich der Künstler bin. Ja, das ist egal. Was eigentlich bei meinem Logo auch so ist, weil es ist ja ein Foto von mir, ja, weißt du was? Selbst wenn du dir ein Foto raufdruckst auf dein T-Shirt und solange das als Merchandise verkauft wird, brauchst du darauf eine angemeldete Marke tatsächlich. Das ist doch ein Käse, das ist so ja. Deutsch, ey, das ist so ja. Scheiß Deutsch, ey. Das ist es, definitiv. So, mein Essen ist schon längst fertig, wa? Wahrscheinlich. Ich gehe gerade mal ein bisschen Aloe suchen, ich sehe es wahrscheinlich wieder nicht. Das Zeug wächst auch nicht so, im Winter, ne? Durch immer wieder mal ein bisschen was aufgesammelt. Das dauert immer ein paar Ingame-Tage, bis es nachwächst. Na, ich gehe mal hier meine Routine-Runde durch den Wald. Ich bin ja auch ein bisschen hier, um mich zu erholen, ne? Nicht nur die ganze Zeit zu bauen. Ich will auch mal schön die Natur genießen. Seht ihr das, die Bäume?
Ist ja wirklich schön für dich, dass du dich hier erholen möchtest. Solltest du auch mal tun. Mal eine Runde laufen, die Beine vertreten. Das ist was ich erholen, Feines. Ich bin die Uhr selbst. Ach, wie es schön rauscht. In den Bäumen. Ich hab mich verlaufen. Scheiße. Jetzt nicht mehr 5 Minuten weg. Wie geht denn das, Alter? So, ich würde aber mal sagen, liebe YouTube-Zuschauer, herzlichen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach in der nächsten Folge wieder rein. Twitch, ihr bleibt noch schön hier. Wir machen gleich noch eine Folge hinten dran. Ich sag dann jetzt tschüss. Ciao. Tschüss. Die nächste Folge wird kürzer. Ich habe jetzt schon die letzten 2 Folgen kürzer gemacht. Den mussten wir dann mal sagen, weil ich gehe immer davon aus, wir hatten uns ja anfangs ausgemacht, dass die Streams bis 23 Uhr gehen. Deswegen dachte ich immer, okay, 23 Uhr ist Feierabend. So, da habe ich ja gar nicht dran gedacht, dass du hier die ganze Zeit mit aufnimmst, sondern ich dachte halt, okay, 23 Uhr war auch mal ausgemacht, das Feierabend. Das grüße dich, Wissi, mein Guter. Oder meine Gute, weiß ich nicht. Wissi könnte männlich, weiblich oder ist ja heutzutage egal. Ich grüße dich. Das war letztens auch nicht ernst gemeint als Meckern. War das einfach bloß auch Spaß gemeint, wegen dem, dass du ja zwischendurch noch so lange verschwunden bist, zwischen den 2 Folgen. Ja, nee, aber... Und dann warst du gleich der Erste, der um 23 Uhr gebrüllt hat, so, PC aus, Alter, 4, Feierabend. Und das ist dann da, ja gut, meine Folge geht noch eine halbe Stunde. Ja, ich richte mich halt immer so nach, ich dachte halt, okay, 23 Uhr. Ja, na, Pi mal Daumen, meine Viertelstunde hinten dranhängen oder weniger machen, ist ja auch nicht schlimm. Ja, ich muss es halt bloß dann vorher wissen. Also, ja. Wie lange ist die Folge jetzt? Hat noch nicht mal angefangen. Wir so voll machen? Ja, ich noch nicht mal angefangen, weil wir gerade nur am Quatschen sind. Also, wenn wir jetzt anfangen, dann theoretisch eine Stunde. Wir können aber auch eine Dreiviertelstunde machen. Ja, werden wir sehen. Genau. Schwind gehen, Aloe. Dann würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen auch zurück auf YouTube. Und ich glaube, da hat es gerade ein bisschen mein OBS erschossen. Das hat gerade echt geruckelt. Bin ich jetzt Robot Dance? Nee? Okay, gut. Dann, hallo, Beutel auch. Hallo. Hallo YouTube, ich bin's, der Beutel. Schleppt hier noch jemand Steine? Fahrt bloß für einen Freund her von uns zu Aloe Vera Sammler. Ja, ich hab die ganze Zeit übelst viel Steine in der Tasche. Ja. Ich finde aber keine Aloe. Ja, ich komme jetzt zurück, ist doch alles scheiße hier mit der Aloe. Aber der Chat schreibt bestimmt gleich, du bist an 5 Stück vorbeigelaufen, Beutel. Ja, ja. Mindestens. So, Leute, macht mir mit dem Rauch nicht nach, ansonsten endet ihr so wie der Beutel. Genau. Sag mal, rauchst du überhaupt noch normale Zigaretten? Naja, ab und zu. Naja, tagsüber so. Ah, okay. Plattfuß, ei gute. Der platte Fuß schon wieder. Ja, der platte Fuß. Inklusive Frau Aneris bestimmt. Wissi ist ein Guter. Na, das ist doch gut. Ich bin auch ein Guter. Manchmal. Ja, guck mal, heute kriegen wir auf jeden Fall die erste Reihe hier einmal durchgezogen. Echt, diese scheiß Riesensteine hier. Götzt mich an. Ja. Die kannst du gerne mal oben ins Dach reinschmeißen. Ja, ich schmeiße immer irgendwo hin. Ich schmeiße Kevin an den Kopf. Kannst du übrigens, wenn du unten stehst und nach oben guckst, kannst du es oben in die 2. Etage hochschmeißen tatsächlich. Ja, geht das? Okay. Das geht tatsächlich. Also der kann wirklich so hochschmeißen. Ich hab's selber erstaunt. Wird nur noch Quo geraucht. Das denkt der Robin halt, ne? Das Geile ist, jetzt wo es legal ist, kann man ja auch locker darüber reden. Hast du schon mal gekifft? Deswegen habe ich es angesprochen. Hast du schon mal gekifft, Robin? Ja, hat aber bisher nicht so die Wirkung bei mir erzielt gehabt. Aber es lag damals daran, dass ich noch andere Medikamente nehmen musste, damals aus gesundheitlichen Problemen. Mhm. Und überhaupt nichts gemerkt habe, überhaupt nichts. Achso, muss halt mehr rochen, muss halt mal eine Bon rochen oder so. Oder Eimer. Ich habe ja mit 14 damals angefangen und zwar tatsächlich, damals hat man keine Joints geraucht, da ist man in so eine komische Szene gerutscht, wo halt auch, wo wir immer in so Abrisshäusern waren und dann nebenan im Nachbarraum saßen die Junkies, die sich Heroin gespritzt haben und wir Kids haben halt Eimer gerocht. Und da gab es noch kein Gras, da gab es noch Shit.
Mit 14? Blattfuß, wie kriegst du es denn hin, den Spielstand zu zerschießen? Und erstmal mein herzliches Beileid. Ja, der Blattfuß kriegt alles hin. Weil er sich halt. Kelvin, Alter, du bist aber wirklich ein Sadomaso-Typ hier, oder? Geh aus meiner Axt raus. Weil der nie Updates macht. Deswegen. Du bist der Nächste hier. Ich wollte gerade zuhauen. Warum? Du brutaler. Ja, ich wollte den Ast nach außen kippen lassen. Genau, Schmand rochen. Schön. Wie Deibel. Nee, ich habe ja dann auch mal, weiß ich nicht, bestimmt 10 oder 15 Jahre nicht gekifft. Nee, 10 Jahre vielleicht. Das ist ja auch Kiffen. Kiffen ist ja nichts Besonderes. Deswegen frage ich mich, warum das jahrelang so kriminalisiert wurde von diesem Staat. Aber ja gut, in diesem Staat ist einfach... Da kannst du sogar dein eigenes Foto auf ein T-Shirt drucken und musst eine Marke anmelden, sonst kommt der Anwalt. Tschüss. Ja. Da brauchen wir ja gar nicht weiterreden. Die da oben, die sollten mal einen rohren. Damit es mal ein bisschen locker alles wird. Fertig mit der Reihe. Ach, herrje. Ach, herrje. Das ist geil, ja. Ich könnte hier den ganzen Tag Steine sammeln, Leute. Aber beim Zuschauen ist es bestimmt langweilig, oder? Aber wir haben es ja bald geschafft. Hm? Wenn der Herr hier mal städtisch sitzt, na, hier sind welche. Ja, Plattwurst, was ist daran nicht so schlimm, wenn du PvP ausschaltest? Also, das sollte doch eigentlich nicht den Spielstand schießen, hatten wir auch schon ab und zu mal zwischendurch gemacht. Also ich hab's im Winter gemacht, hier wegen Kelvin. Bei was für ein Spiel? Na hier, Sons of the Forest. PvP gibt's doch hier gar nicht. Doch. Wie ich... Deswegen kriegst du ja Schaden, wenn ich dich schlage. Ach, das meinst du? Friendly Fire, ja, heißt das. Nee, PvP. Nein. Player versus Player. Friendly Fire in dem Fall. Wir sind nämlich Freunde und keine Gegner, ja? Ach, der Plattfuß hat in der Textdatei rumgefuscht. Entschuldigung, Plattfuß. Ach, sorry, aber da bist du selber schuld. Ja, dann spiel halt einfach wieder entschmautet. Ja. Nee, aber ohne Scheiß, einfachste Möglichkeit, um in der Textdatei rumzufuschen, sag ich mal. Kopier dir immer erst das Original irgendwo extra. Genau. Auf dem Desktop. Das Original irgendwo hin kopieren. Wenn dann was schief geht, löscht du einfach die kaputte Datei. Und fügst das Original, was du kopierst, das wieder ein. Was führst du dir ein? Entschuldigung. Textdatei. Den konnte ich mir nicht verkneifen. Ja. Mach den Buchhalterwitz. Mach ihn. Gunter, was machst du jetzt hier? Mache dich wieder rüber zum Robin. Nee, schön, dass du da bist. Ja, das sagst du dir auch immer plötzlich, aber du machst es nie, ne? Nachdem es mir ein paar Mal mit ein paar Let's Plays passiert ist, die ich schon angefangen hatte aufzunehmen und danach festgestellt habe, scheiße, jetzt hast du schon 10 Folgen aufgenommen und jetzt kannst du den Spielstand nicht mehr laden. Seitdem ist das für mich Grundsatz Nummer 1, wenn du irgendwas an Textdateien ändern musst für irgendeine Mod oder so, dann immer erst Original kopieren. Original. Le Original. Jetzt habe ich schon wieder so alte Deckstein. In der zweiten Etage. Der andere auf der anderen Schulter sagt, Quatsch, du bist ein Meister, machst doch keine Fehler, leg los, ja? Der braucht manchmal eins auf den Gusch. Ich glaube, was macht Kelvin jetzt? Jetzt muss ich mal gucken. Was macht der jetzt? Der geht der zu der Tür rein, zu der raus? Und jetzt hockt er sich hier hin. Was macht der Typ, ey? Ah, jetzt. Sammelstöcker. Alter, ich darf's hier sehen, ne? Ja, aber wirklich, er ist jetzt hier... Er ist übelst panisch rumgerannt. Nee, aber hast du gesehen, er sammelt Stöcke aus dem Nichts heraus. Da, wo du selbst keine siehst, sammelt er Stöcke auf. Das ist ein Fuchs. Landen die Steine wirklich da oben drinne in dem Korb? Jetzt muss ich mal gucken. Nee, aber sie landen oben wenigstens auf dem Wehrgang und dann kann ich sie leichter einfach da rein platzieren. Aha, aha. Ach, so ist das also. Ich höre eigentlich mal die Axt. Robin kriegt jetzt ein Kopfkissen. Scheiße. Ich dachte, du magst es hart. Und dann eben nicht. Dann eben ohne Gitarre. Er wollte die Gitarre in mein Bett legen.
Nee, das ist so ein Spruch von, wo kommt denn das her? Ist das von Helge Schneider? Dann eben ohne Gitarre. Nee, ich wollte dir einen riesen Stein da hinlegen. Seht sie, grüß dich meine Liebe, Hallöchen und danke für 5 Monate und ebenfalls Moin und so. 5 Monate schon. Hä, wieso sehe ich denn die Spikes jetzt hier? Ja, siehst du, hab ich dir noch gar nicht erzählt, wa? Und jetzt auf Twitch gibt es jetzt endlich auch für uns das Beantragen vom Plus-Programm. Was für ein Ding? Ich blicke immer da nicht durch, ich hab da keine Ahnung. Dass du halt 70-30 und nicht nur 50-50 netto Gehalt bekommst von den Abos. So. Das erfordert aber, dass man über 3 Monate weg 100 Abo-Punkte am Stück immer hat. Ach, das habe ich doch nie. Deswegen habe ich das jetzt als neues Ziel angegeben. Ich habe doch meinen Twitch-Zuschauern gesagt, dass sie mich auf Twitch nicht mehr unterstützen sollen. Sondern dann lieber mit Donations, weil dann nämlich 99% von dem Geld bei mir ankommen. Und weil Twitch halt ein scheiß Amazon, es gehört halt zu Amazon und deswegen möchte ich nicht, dass die Zuschauer mich über Twitch unterstützen, sondern dann sollen sie es halt lieber anders machen, über Donations oder, ja. Damit man dieses scheiß Riesenunternehmen nicht noch weiter unterstützt. Denn die kriegen, die reiben sich einmal die Hände, wenn ihr abonniert und Bits schiert. Aber soll jetzt nicht heißen, dass ihr das beim Robin nicht machen sollt. Der Robin ist... Der ist anders. Der arbeitet nämlich, das ist nämlich der eigentliche Chef von Amazon. Obwohl ja, genau. So sehe ich auch aus wie eine Katze, wa? Nee, wer, was raffst du denn an dem Punktesystem nicht? Also ist eigentlich ganz easy im Sinne von, es dürfen halt immer nur neue, nicht neue, es sollten immer nur verlängerte Abos sein und nicht geschenkte Abos. Prime wird, glaube ich, momentan auch noch nicht gezählt, aber da haben sie extra noch betont, im Moment noch nicht. Also, okay. Da wollen sie wohl noch was dran ändern. Tschalali, tschalala, wir sind gleich fertig, Leute, guckt mal, also mit der ersten Bahn. Mhm. Hier sind noch 2, die du vergessen hast, 3, 4, 5. 5. Sind noch hast nicht. Du auch eine Axt, kannst du auch umholzen. Nee, mehr. Ich habe hier nur Steine im Kopf, finde, das bringt mich nur durcheinander. Ich mache schon die nächste Reihe. Wieso machst du schon die nächste Reihe, Alter? Ja, weil wir das überall eigentlich so machen wollten. Ich dachte, wir machen dann außen noch eine. Ja, das noch auch, ja. Oh Gott. Ja, aber da müssen wir mal gucken, ob es nicht da vielleicht sogar Sinn macht, wenn wir das irgendwie mischen mit Fallen und mit diesen Spikes, ne? Dann sparen wir da vielleicht auch ordentlich Material nochmal ein. Kann man ja nicht copy-paste, so irgendwie. Das wäre geil. Da gibt bestimmt irgendwelche Dev-Commands oder sowas, wo man sich irgendwelches Material spawnen kann. Aber du hast es ja selber gesagt, ne? Du läufst hier einmal rum, schon ist die Tasche wieder voll mit dem Zeugs. Ja. Was ist denn für ein Tag? Mittwoch, ne? Geil. Yep. Das ist ein Bärschfest, Leute. Deswegen streamen wir ja heute, Beute. Ja. Ich habe hier die Taschen voller Steine, aber hier stehen nirgendwo Spikes. Also so geht's nicht weiter. Das kann nicht sein, ich habe gerade 20 Spikes gesetzt. Achso, da drüben. Ja. Aber es ist gut, dass du die noch... 20 habe ich gerade geholt. Ne, ist gut, dass du die noch stehen lässt, dass man das wirklich sieht. Ja. Und erst dann umstößt mit deinem Stößel. War das bei The Forest 1, dass man am Anfang immer nur so 10 Steine tragen konnte und dann hat man irgendwie einen Rucksack gebaut aus Tierfell und dann konnte man 20 tragen? Ja. Das ist hier nicht mehr so, ne? Forest 1. Ich glaube nicht, also ich habe kein Rezept gesehen dazu. Ich habe schon ein paar Mal die Tierhäute mir ins Inventar gelegt. Ja, okay. Das also Forest 1 hast du ja auch noch die Winterbekleidung gehabt für das Wintergebiet, für das Eisgebiet. Ja. Hast du ja auch nicht. Das wäre hier super, immer nur 10 Steine und dann wieder neu losrennen. Na, dafür hast du aber rein theoretisch die Dingens, ne? Die Schlitten. Ja. Da kannst du ja alles reinpacken. Aber das nervt mich ja auch dann wieder. Copy-Paste. Ist da? Copy-Paste. Das wäre geil.
habe mich damit noch null beschäftigt, was wie viele Punkte bringt und das ganze Geschnörkel ist auch ganz einfach. Schnörkel, Schnörkel. Das sind ja auch schon wieder welche. Abo der Stufe 1 bringt 1 Punkt, Abo der Stufe 2 bringt 2 Punkt, Abo der Stufe 3 bringt 3 Punkt. Ich habe hier vor allen Dingen gar kein System. I have no system. Wie ist es eigentlich für euch Leute zum Zuschauen? Wer noch da ist, der kann ja mal schreiben. Ey, Beutel, mach doch mal was anderes. Hör doch mal auf hier. Den Steine gesammle. Oder sagt. Was, der Typ schreit immer nur, mach mal Verteidigung. Ach, war. Aber wenn es darum geht, warum schiebst, warum hast du mich jetzt da rumgeschubst? Ja, ne? Das warst du. So. Ich jetzt nochmal. Sag mal. Aber es sind halt Dinge, die muss man halt machen, ne? Die gehören halt dazu. Genau. Obwohl wir ja eigentlich von Anfang an gesagt haben. Was ich sagen wollte, du bist halt immer der Erste, der schreit, muss gemacht werden. Und wenn es darum geht, es zu machen, dann bist du der Erste, der schreit, oh, guck mal, ein Eichhörnchen. Oh, was macht denn Kevin? Wir wollten ja von Anfang an eigentlich gar nicht so viel in Base-Building stecken, aber naja, jetzt habt ihr einen Salat. Naja, also normalerweise, wenn wir uns viel Zeit lassen würden und dann richtig bauen wollen würden, hätten wir schon 7 Etagen mehr. Nee, du willst aber auch gleich wieder übertreiben, hä? Naja, ich meine, wenn Bauoption vorhanden, die so möglich ist, dann mach. Aber willst du hier nicht erstmal eine Lage fertig machen, weil du baust ja schon wieder die zweite, aber hier fehlt an der Stirnseite komplett die erste noch, weißt du? Ja, geht schnell. Kann ich machen, das könnte immer. Ich dachte nur, ich mache erstmal wenigstens da, wo du halt den kürzeren Laufweg hast, weil es fehlt ja immer noch bei der Hälfte von den bereits gesetzten die Steine. Kürzere Laufwege. Ich renne hier die ganze Zeit noch hin und her an der Base und sammle die Steine, die direkt vor mein Auge wieder neu spawnen. Das ist das, was ich seit 2 Stunden mache. Und jetzt stell dir vor, du sammelst die ganze Zeit immer mit Kelvin zusammen Felsbrocken und versuchst ein Haus zu bauen. Ja, tschüss, ey. Und alle 5 Minuten kommt ein Angriff. Okay, nicht alle 5 Minuten, aber mindestens einmal am Tag. So. Aber ich mache jetzt vielleicht wirklich noch mal zur Abwechslung. Qualmt's hier mal irgendwo? Ich gehe noch mal ganz kurz flussabwärts. Ich bin mir echt nicht sicher, ob es doch jetzt mittlerweile möglich ist, die Dörfer auszurotten, weil ich habe einigen von den Dörfern... Oh, verdammt. Ich habe bei einigen von den Dörfern habe ich nämlich sämtliche Hütten abgerissen und seitdem die weg sind, habe ich das Gefühl, dass deutlich weniger Eingeborene da sind. Ach so, nach vorne hat jemand im Chat geschrieben, die qualmen halt nur, wenn jemand da ist. Vielleicht sind die halt gerade nicht da. Vielleicht sind die ja im Urlaub oder bei Fenrir zu Hause. Aber die waren doch sonst immer da. Es hat doch sonst immer gequalmt in unserer Nachbarschaft. Stefan, grüß dich. Hi, Kevin. Die Windows-Taste in dem Problem kein Problem. Nee, die Windows-Taste, die drückt man ja auch irgendwie nur, wenn man total in Panik gerät. Ich bin ja jetzt hier nicht in Panik, weil ich seit 2 Stunden nur Steine sammle. Auch ich drücke dir gerne mal mit dicken Wurstfingern, die ich gerne habe, egal in welchem Spiel. Und einfach Gaming, 0815, vielen lieben Dank für dein Follow. Einfach so sieht. Gaming. Oh, ich muss mal Energy-Zeug hier neimampfen. Ich habe schon wieder verdorbenes Gammelscheiß hier fallen lassen. Wie konnte das passieren? Warum gammelt dem immer alles? Die Mutanten machen die auch teilweise platt. Was war noch? Um was ging es nochmal? Oh, apropos, ich habe Besuch zu Hause. Willst du nochmal kurz zurückkommen? Och Mensch, man kann ja nicht mal fein weggehen. Nö. Was machen die Mutanten kaputt? Die kämpfen gegen die Eingeborenen tatsächlich. Ach so, okay. Ja, da hinten geparkt, Mann. Ich will ins kalte Wasser. Bis ich da bin, hast du doch eh alle tot, hä? Gucken. Ach, die Dörfer? Ah, okay. Die Mutanten machen die Dörfer platt. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Ich höre dir aber nicht zu, das weißt du doch. Was? Also ich möchte mal sagen, unsere Spikes erfüllen ihren Zweck. Kevin ist total bescheuert, Alter. Heute brauchst du nicht mehr zurückkommen. Ja, ich bin jetzt da, es war so klar. Also,
Also zwei von drei Angreifern hatten schon so verletzte Beine, dass sie auf dem Boden saßen. Und der dritte ist gerade gegen den nächsten Spike gerannt, als ich angekommen bin. Okay. Aber du kannst theoretisch zurückkommen, weil es wird gerade dunkel. Mach ja auf hier die Bude. Okay, dann hole ich mir mal. Ich will mal wieder eine kräftige Suppe essen. Ich brauche... Vorm Schlafen gehen doch nicht. Nee, aber ich brauche neue Köpfe, neue Arme, neue Beine. Puh, ja. Eine Idee. Puh, ich empfehle dir, wenn du sie zerlegen willst, trag sie erstmal von den Spikes ein bisschen weg. Übrigens, hier liegt Aloe. Einfach so. Ja, ja. Das glaube ich dir jetzt nicht. Ich hab gerade aufgesammelt. Hab wieder Beweis. Hä, wo ist denn hier sein drittes Bein, sein zweites? Das ist vielleicht durch die Partisade, der schon hier. Liegt im Dingens. Jetzt glaube ich, habe ich alles. Aber ich würde mir das mal noch schön in der Abendsonne kochen, dieses Festmahl. Der Kevin macht mich fertig. Was haben wir denn hier noch? Oh, hier ist okay. Aber... Na, ich trinke das jetzt mal. Oh. Schön Trockennudelsuppe. Okay, ich habe das Gefühl, dass die Beine, die durch die Spikes verletzt wurden, dass man die nicht mehr abschlagen kann. Oh, da liegt eine leere Tasche. Genau zwischen den Spikes. Ja, ins große Kino. Im Portemonnaie. Erstmal Kopf. Und hier kommt eine Biene. Was erzählst du, Alter? Und ich? Ja. Ich rede sehr häufig mit Spielen. Ah, dicker, großer, fetter Besuch. Ganz groß, dick, fett. Warte, ich komme. Da ist nichts mit warten. Das Ding ist riesig. Ich habe keine Munition. Scheiße. Molly? Molly? Ich habe keine Mollys. Fuck. Oh, das ist ja wirklich groß. Das ist ja wirklich groß. Er ist aber aggro auf dich. Wo willst du jetzt hin? Ekelhaft. Oh, na das aber ja, du Spinner. So, wer ist noch auf wen aggro ist? Mach mal! Ey, du bleibst doch nicht! Und umfahren. Ist er kaputt? Ist er kaputt? Nee, 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 nee. Den muss den. Oh, ich hab keine Muni mehr. Bei so einem dünnen Beinchen, die der hat, ist es auch mir fein. Er ist tot. Oh. So. Ich hoffe, da kommen mal ein paar mehr heute raus. Kommt ich aber. Ich hoffe auch. Ah, ja. Hinten am Arsch. Bisschen Arschhaut. 3, 2, 1. Der steigt ja. Der steigt ja direkt drauf. Zwei Mutanten, zwei. Okay. Wow, naja, immerhin. Aber er hat mir eine wieder abgezogen, der Hund. So, okay. Wo waren wir gerade? Wir wollten uns auf die Nacht vorbereiten. Ach ja, ich wollte mir was kochen. Nee, ich koche sogar schon was. Virginia, komm mal rein jetzt hier, Mensch. Perfekt, sie ist drin. Sie ist drin. Nee, nicht perfekt, ich war ausgesperrt. Ja, ich hab's gesehen, Alter. Das war cool. Sie war drin, du warst draußen. Ja, du mich auch. Ist das jetzt fertig? Wenn es nicht mehr köchelt, ist es fertig, oder? Genau, müsste fertig sein. Ah, aber. Ist in meinem Topf. Konsumieren wir erst. Ja. Ach ja, ich habe noch gekochtes Fleisch. Nach dem Schlafen. Ja, das sowieso, ja. Hier ist ja noch die Tür offen. Doch, zu, es zieht. Immer wenn ich hier nach oben komme, denke ich, warum sind denn da schon wieder keine Steine im Lager? Aber stimmt, Kelvin soll ja Stacker sammeln. Lecker. Wollen wir direkt schlafen, ja? Jo. Jo, sag mal. Jo. So, gespeichert. Geschlafen. War das ein Reh oder war das? Nee, das war eine Olle. Das war so eine Eingeborene. Eingeboren? Sicher? Ja, ja. Ganz klar und deutlich. Aber wegen dem Tor muss ich mir das echt nochmal einen Kopf machen hier.
Was mir einfällt, ne? Letztes Mal hast du doch die ganzen Stöcker, die wir eigentlich für die Verteidigung brauchten, für die Fischreusen genommen. Wollen wir nicht auch mal Fisch sammeln? Ach so. Pro Person passen immer nur 3 Fische ins Inventar, aber in der Reuse sind immer so 5, 6 Dinger drin. Ich sag dir, das war doch ein Reh. Nee, das Reh klingt jetzt anders. Okay, Ray. Wir brauchten ein Schloss an der Brücke. Ja, erst im Winter, André. Hammer auf dem Schirm. So, aber eigentlich... Ja, grüß dich. Hallöchen. Ist ja alles friedlich. Gut, Freunde, dann gehe ich noch mal ganz kurz. Der Hund drängelt nämlich die ganze Zeit. Ich glaube, ich mal kurz den Hund auf dem Hof lassen. Ich glaube, die muss mal pinkeln. Ich glaube, das waren jetzt auch wirklich wieder 5 Fische pro Reuse. Nach so ein paar In-Game-Tagen. Das Fleisch ist alles schon trocken, wenn du das brauchst. Ja, ich versuche gerade mal eins zu essen jetzt. Das war auf jeden Fall ein Reh, sagt Ballerbude, okay. Der schreit? Nee, das war kein Reh. Na doch, die machen manchmal nachts so... Nee, das sind die Kratzbürstentanten sind das. Die immer mit diesen Wolverine-Messern da ankommen. Wenn die mal vor dir stehen, machen sie mich manchmal genau denselben Schrei. Wie hast du meine Mutter gerade genannt? Kratzbürstentante? Ist deine Mutter eine Eingeborene hier aus dem Spiel? Ich überleg dir jetzt, was du sagst. Ich könnte zugucken. Ich sag nix, Mutti. Du weißt selbst, wie du aussiehst. Alles gut. So, ich bin gleich wieder da. Ich lass mal kurz den Hund raus. Huch, der Greenscreen erstmal umgekippt hier. Welche Seite ist es? Die hier? Oh, egal, dass er unbedingt mal eine breitere Greenscreen erfinden. Es geht mir auf den Sack, dies 1,40 Dingsdum. Wieso nimmst du da das von Elgato? Hab ich damals gekauft. So, gibt bei Amazon und Co. gibt es auch die normal Fotografen großen Dinger. Ja, nee, ich wollte aber nur eins zum Einrollen haben. Also eins, was ich hoch. Also, weißt du, ja, dieser kleine Kasten. Ja, habe ich. 3 Meter. Echt? Ja, breit und hoch 3 Meter. Auch 15 Euro gekostet nur. Auch so als Kasten? Nee. Ach, meinst du oben an die Decke montierbar oder wie? Nee, das Ding ist ist quasi... Zum Aufstellen, ne? Das ist unten auf dem Boden wie so eine... Sieht aus wie so ein mega langes... Keine Ahnung... Ein Dings halt. Und meinst du als Gestell oder nicht? Genau, als Gestell? Und du machst halt die Klappe auf und dann ziehst du das nach oben. Also, hier Leute, ihr wisst ja, wie es aussieht. So, nee, also ich hab's so, ein bisschen anders. Ich hab jetzt das halt, ist weg und jetzt ziehst du da nach oben. Nein, bei mir ist es so ein Ding gewesen, dass ich ein Gestell aufbaue und oben am Gestell klammer ich das fest. Aber das ging mir irgendwann so. Auch auf den Sack, also habe ich es mir einfach hinten an meine Schallschutzdämmung, die ich ja an der Wand hier zu kleben habe, so ein Silikonzeugs oder Schaumstoffzeugs, habe ich mir das einfach dann daran festgeklammert. Ja, ich brauchte ja was Mobiles, weißt du, und diese 1,40, die reichen halt nicht. Gut, ich bin gleich wieder da, der Hund muss mal raus. Ja. Bis gleich. Gut, dann sage ich an der Stelle mal, macht mir es mit dem Rauchen nicht nach. Ist sowieso ungesund und teuer und ich habe eine extra E-Mod dafür. Mann, das Steine verlegen lässt aber ganz schön zu wünschen übrig, Herr von uns zu Beutel. Arbeit, genau, Göttin. Arbeit. War das nicht von World of Warcraft? Arbeit. War das nicht eins der Völker? Was? Also hier, das RTS-Game meine ich. Nicht das Rollenspiel. Wie viel Ducktape habe ich jetzt eigentlich? 12. Seil-Hike-Uschmieder 7. Ich sollte nochmal auslagern.
Falls wir uns doch gleich nochmal irgendwie auf den Weg machen sollten. Aber gleichzeitig sehe ich schon wieder, dass die Feuer schon wieder nicht alle brennen. Also ich muss wirklich mal sagen, so eine Base hier ans Stand zu halten, ist ein Fulltime-Job. Wenn man Kelvin nicht hätte und ihm das zwischendurch mal sagen könnte, würde man hier gar nicht vorankommen. Außer man reduziert einfach seine Produktionsstätten. Das bin definitiv nicht ich. Sechs Stöcke aufsammeln und dann kann ich die schon mal wieder platzieren. Aber vorher wollte ich noch ein bisschen Inventar leer machen. So, Seile. Depp könnte man aber auch ins selbe Regal packen, ne? Genau. Gut. Weiter geht's mit dem Spaß hier. Ach guck, ach schau. Hier war schon die zweite Reihe durch, ja? Aber hier noch nicht und hier fehlen wieder Steine. Ja. Na gut, deine sammeln. Hallo Bambi. Ihr habt es alle gesehen, es ist mir gerade 12 Mal in den Stock gelaufen. Es lebt noch. Es lebt einfach noch. Ich hab's gezähmt. Oh Gott. Oh Gott. Weißt du, jedes Tier hier in diesem Spiel stirbt einfach stumm vor sich her. Und Bambi macht wieder den Brüller des Jahrtausends hier. Oh. Ich hab Piep in die Augen gekriegt, ey. Armes Tier. Ja, das lag am Rauch, aber okay. Hier ist noch mal eine Portion Fleisch. Ach, apropos Fleisch. Das Getrocknete wieder einsammeln. Oh, natürlich war wieder zu voll. So, ist nur ein bisschen Sand dran. So, wie ist es? War ein Gegner da? Ja, ein ganz super gefährlicher Gegner war da und der hat sehr mitleiderregend geschrien, als ich ihn mit 70 Stockhieben und einem Axthieb erledigt habe. Aha. Ja, war gefleckt, lange Beine, langer Hals, süße Augen. Ein Reh. Die kleine Version davon. Ein Eichhörnchen. Ein Känguru, Alter, was denn nun? Alter, was? So, bei dir sind Tiere auch Digimon, oder? Eichhörnchen digitiert zu Reh. Nee, ein Bambi. Also ein Rehkitz. So, Herr von und zu, Steinlieferant. Ja. Ich komme hier gerade nur schwer vorwärts. Warum? Weil die Dinger müssen immer erstmal umgeschlagen werden, damit ich sie auch wieder mit der zweiten Reihe bestücken kann hier. Ah, ja. Jetzt würde er mir immer so einen Zaun draus bauen. Der soll keinen Zaun bauen. Ja. Ich bin ja schon dabei. Hier liegt ein Rehkopf, Alter. Der ist da gewachsen. Der Rehnüschel. Das ist der Rehkopfbusch, den wir da gepflanzt haben in der ersten Folge noch. Ja, und schon möchte er wieder hier einen Zaun draus basteln. Das ist schade, dass man das nicht einfach auch wieder switchen kann, ne? Okay. Hey, wieso kann ich? Weiß schon, was das macht. Wieso kann ich keinen Rehkopf auf dem Holzspieß spießen? Müsste eigentlich gehen. Ach so, ha! Nee, dafür brauchst du so ein extra aus dem Baumenü, war das, glaube ich, immer. Das Ding. Ah, okay.
Alles da gibt es so einen Trophäenständer oder wie das Ding heißt. Ist mir jetzt zu anstrengend. Ich habe Ständer erwähnt und er hat nicht gekichert. Schalali, schalala. Jetzt sind hier keine Steine mehr. Doch. Weil ich auch gedacht, gleichzeitig hier rumrenne und sammle. Ha! Naja, bitte! Was beschwerst du dich denn hier? Es geht doch vorwärts. Ja, nächste Reihe kannst du gleich weitermachen. Erstmal muss er Steine sammeln. Das ist der Steinsammelsimulator 2024, Freunde. Ist ja, und jetzt stell dir mal vor, wir hätten die Palisade auch noch so groß gelassen. Ne? Wir wären jetzt gerade mal zur Hälfte fertig. Geil, da liegt zwischen. Gefühlt. Zwischen den gesetzten Steinen liegen ja auch Steine. Manchmal. Ja. Manchmal. Ich bin schon wieder voll. Hä? Wollen's mich beurchen? 10 Stück Steine. 10 Stück Steine? Hä? Naja, immer nur 10 kannst du sammeln. Aber dafür 20 Stöcker. Ja, es ging um 10 Stück Steine. Hätte ja auch gereicht, wenn man sagt 10 Steine. Oh, Virginia! Endlich mal ein NPC, der mitdenkt. Sie hat gemerkt, wir brauchen Steine. Dankeschön. Ach so, ich dachte... Er hat mir jetzt einen Stein hier hingelegt. Bei dir im Chat heißt jemand Virginia. Hallo Virginia! Schön, dass du da bist. Vielen Dank für dein Follow! Ja, ja, genau. Ich nenne meinen Chat ja auch NPCs. Hm? Genau. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal so weit bin, dann kann ich mich einweisen lassen. Verwirrend, die Frau, verwirrend. Was ich mich die ganze Zeit frage, wenn die drei Beine hat, hat die dann zufällig auch zwei Virginias? Du kannst es ja beim nächsten Regenguss versuchen herauszufinden. Aber denk dran, ich meine Regenguss, nicht Samenerguss. Entschuldigt, Leute, aber so eine Gedanken spüren mir halt eben manchmal im Kopf rum. Ich kann doch nichts dafür. So, sind sie gleich wieder alle. Schön wieder alle. Oh, geht's wieder los aufs Neue. Ich glaube, der Chat hat schon... Stell dir mal vor, du bist beim Sammeln auf Calvin angewiesen, weil du dich selber erstmal noch zwischendurch um den Bauch kümmerst, ja? Das dauert einfach fünfmal so lange, weil der ja immer bloß einen Stein schleppt oder zwei Felsbrocken. Ich will jedes Mal diesen Kopf aufsammeln, ne? Bück dich, ich guck. Gunder. Gunder, wenn, dann müssen wir beide gucken. Patscht was? Was patscht hier? Jetzt haben wir aber gar nicht mehr die tolle Aussicht. Weißt du, ich baue mir dann meinen Stuhl da drüben auf diese kleine Insel. Mein Ausruh. Kannst du den Stuhl auch oben auf die Veranda setzen? Den Ausruhstuhl, das geht natürlich auch, ja. Ja. Oder je nachdem, was ich dann dahinter noch mit dem Torhaus zaubere, wenn es wirklich begehbar wird, kannst du dir da einen Stuhl hinpflanzen. Ja. Muss ich aber echt mal gucken, ob und wie das machbar ist und dann auch wirklich so, dass es nicht von diesen kleinen Hämpflingen da einfach übersprungen wird. Ich meine, was gehen würde, wenn man wirklich so eine kleine Plattform oben draufsetzen kann, dass man dann mal testet, ob man da Spikes draufsetzen kann? Du meinst oben an die Palisade oder was? Na, oben auf dem Tor sozusagen, was dann da noch so ein kleines so ein Dach bekommen muss irgendwie. Ja. Ansonsten, so wie das da jetzt steht, bin ich fest überzeugt, dass die uns da drüber springen, diese flinken Typen da. Was hat denn die schon so gemacht? Hast du ein Glas Erdbeermarmelade gefunden, meine Kleine, und wolltest mit der Schrotflinte die auslöffeln oder was? Mann, 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 Mann. Du siehst aus. Das erinnert mich gerade an meine Kindheit. Mein erster Stiefvater hat es immer witzig gefunden, dass meine Mutter im Sommer immer Sommersprossen bekommen hat.
Und immer, wenn sie dann langsam so zu sehen waren, hat er mal gefragt, sag mal, hast du schon wieder mit kleinen Steine auf Kackhaufen geworfen oder was ist los? Ein vierlippriges Kleeblatt. Leute. Das ist deine Community, die das hier in meinen Chat schreibt, ja? Wer war das schon wieder? Stuni? Mhm. Natürlich, die schlimmste von allen. Hey, ich war doch gerade leer. Wie schnell sammelt er denn Steine? Das nervt. Ich will endlich 20 Steine nehmen. Liebe Entwickler, macht das bitte. So, wo hat jetzt noch was gefehlt? Ich glaube, wir sind eigentlich fast durch, oder? Ja, Mann. Können wir ja zum Abschluss noch ein paar Atombomben irgendwo hinschmeißen? Mhm. Mhm. Hast du keine? Hast du keine? Nee. Ah, halt nicht. Blöd, Sorry. Mann. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Warte mal. Nee, aber jetzt habe ich mal gemerkt, was dir da eigentlich die ganze Zeit immer passiert. Ja. So, warte. Da ist der Golfschläger. So, bleib mal da stehen. Ich will nur mal was probieren. Das war auch schon mal daneben, warte. Der rollt nämlich noch weiter. Kann ich auch blocken mit dem Stein? Nicht. Nee, nicht der Stein. Ich habe einen Golfball hier in dem Licht. Nee, ich will mit dem Stein, den ich in der Hand habe, blocken. Oder vielleicht mit der Orkst. Hatte ich ihn getroffen? Nee, der ist an meiner großen Zehe vorbei. Der ist so... Cool, ich habe Golfball. Der ist durch die Palisade durch, wa? Ja, der ist durch die Palisade durch. Alles klar. Toll. Mhm. Nacht. So. Schade, dass man die nicht so richtig platzieren kann, wie richtige Golfbälle. Also richtig hinlegen, dass die stabil liegen. Na, vielleicht müssen wir erst noch diesen Dings finden. Wie nennt man das, lieber Chat? Dieses Ding, wo man einen Golfball eigentlich draufsetzt, hat auch einen bestimmten Namen. Oh ja, aber ich habe keine Ahnung wie. Weiß das einer? Schreibt's mal rein. Aber was mir mal auffällt, ne? Diese, Menschenfleisch. Ich hab die ja gar nicht gekocht. Ich wollte gerade fragen, die hält ja so gut wie gar nicht, weil es ist gerade mal Mittag und ich habe schon wieder Hunger und Durst. Aber ja, gut, wenn ich sie nicht koche, dann kann sich das eventuell von selbst erklären. So, das sind jetzt meine Menschenteile hier. Ich glaube, wir sind jetzt durch. Jetzt machen wir nochmal kurz Blödsinn, Leute. So, nehmen wir mal eine Axt. Wo genau lagert unser Charakter die Menschenteile im Inventar? Ganz rechts. Gut, dann hat er das nicht gespeichert, als wir neu geladen haben. Naja, dann gehe ich mal gucken, ob draußen ein paar Gegner sind, damit wir mal was zusammenkriechen für dich. Ich komme mit. Gegner? Wir brauchen Gegner! Hui. Wir können ja mal kurz diesen Weg hier langlaufen. Warte mal, das ist aber keine gute Idee, wenn ich jetzt hungrig und durstig in den Kampf ziehe. Jetzt habe dich nicht so. Allein schon wegen der Ausdauer ist das echt schlimm. Wo bist du? Da. Hier ist doch garantiert irgendwo eine Grillparty von den Idioten. Vielleicht hier oben? Wir gucken mal. Schön noch eine Grillparty stürmen. Das Bier wegsaufen und die Bratwürste wegfressen. Ist ja gar nichts los. Was ist hier los? Doch, hier stehen die Golfwagen. Ah, hier ist auch kein Lager, also. Wollen wir mal hier geradeaus vielleicht? Hast du zu viel Fortnite gespielt oder warum rennst du immer hüpfend? Naja, weil ich immer gucke, ob da unten wer ist. Ah ja. Und ich glaube, es verbraucht weniger Ausdauer. Aber bin ich mir immer nicht sicher. Gute Frage, nächste bitte. Hier ist keine Sau, was ist hier los? Vorne sind sie uns auf dem... Ne, weißt du, was du machen musst? Ein Lagerfeuer mitten auf dem Weg. Dann kommen die doch wieder. Pass auf. Meinst du, ja? Der war doch vorne auch so. Haben wir Lagerfeuer gemacht, um das Fleisch zu braten, obwohl das war bei denen im Lager. Ja,
Das war ja nebenan von denen, ja. Das Ding heißt Tee, wo man den Golfball drauf macht. Golf-Tee. Tee, ah, okay, danke. Hab ich Fleisch einstecken? Nö. Verdorbene Auster, die kann ja mal raus. Kommt keine Sau. Robin, was ist das? Ja, ich würde euch, ja. Ich sag's ja, ich hab echt das Gefühl, wir haben die ausgelöscht. Oder die sammeln sich gerade irgendwo zu einer großen Wackenfete und danach kommen sie alle zu uns, weil sie denken, ey, die haben noch was im Regal stehen. Kommt wirklich keine Sau hier. Na los, dann lass mal den Weg weiterlaufen. Ich glaube, der Weg führt halt voll im Kreis, ne? Wir kommen doch hier irgendwie wieder zurück, oder nicht? Du fragst gerade den Typen, der eine Orientierung mit der Kartoffel hat. Ich weiß nur, wie es nach unten geht. Da. Wusste ich doch. Ja, moin. Was sind so blöde? Boah, habe ich jetzt echt den Busch getroffen? Wow, Hitbox Deluxe. Hopp, der liegt. Ja, der ist auch betäubt, also wir können da gerade reinhacken. Ich werde lieber ausschauen mit der Armbrust in der Hand, lieber. So, jetzt kannst du dir köpfen und... Nee, der lebt immer noch! Was? Jetzt ist er down. Der Speer macht so gut wie keinen Schaden, ne? Lieber in Deckung, wenn ich hier gerade hantiere mit der Hand. Ja, ich stehe auf dem Stein und beobachte die Gegend. Nicht, dass noch die Cops kommen und sehen, was du da treibst. Mach doch nicht verboten, ich hab Hunger, also besorg mir was zu essen. Hast du einen Topf schon im Wasser? Also andersrum? Nee, halt nicht. Schade. Und was haben wir, was haben wir vergessen? Das war ein Häuptling. Den können wir nicht kochen. Ja, aber den Kopf? Nein, kannst du nicht aufsammeln. Keine Kopf, alles nicht. Na toll. Aber sein Po. Warum auch immer man den jetzt nicht wieder essen darf, wahrscheinlich weil der schon mutiert ist. Guck mal, was ich tue. Ja, in den Hintern, ich seh's. Entschuldigt, Leute, aber das ist ja zu verlockend. Na gut, Was tust du da? Schläge ohne Boost. Ja, stimmt, wir haben ja Stärke jetzt mittlerweile auch schon auf 25. Mhm. Naja, gut, gehen wir nach Hause und ja. Jetzt könnten wir theoretisch noch die letzte bisschen Zeit die großen Steine mal sammeln, um ein bisschen Abwechslung zu bekommen, damit wir das Dach mal fertig bekommen und wir dann auch mal oben richtig einziehen können. Ja. Ist das nicht mal eigentlich Abwechslung? Dieser Plane und. Oh, Loot. Was hast du da für Loot gefunden? Hier ist eine Küste gewesen. Mini-Loot-Box hier. Oh. Hm. Mitten im Wald. Hm. Oh. Diese scheiß Touris, die lassen nur alles liegen. Mal ohne Scheiß, wenn wir jetzt mal das Dach fertig bekommen, dann können wir oben wirklich mal anfangen, dann die Möbel einzurichten. Mal so mit den übrig gebliebenen Ressourcen einfach und stattdessen lieber unten die Regale immer füllen, wenn wir mal so eine Loot-Tour gemacht haben. Damit wir uns da mal richtig ausrüsten können. Hm. Aber willst du das jetzt noch in der Folge machen oder was? Nee, aber ich meine, dass wir schon mal jetzt schon mal weiter anfangen können, die Grundsteine zu legen. Also, dass wir das Dach oben fertig machen. Ja, ja. Nicht mehr komplett fertig heute, aber wenigstens schon mal ein Stückchen weiter mit diesen Felsbrocken. Und dann kann ich nämlich oben auch endlich mal die Solaranlagen einrichten. So ist gerade meine Grundüberlegung. Okay. Meinst du, man kann so ein Eichhörnchen auch mit einem Tesor schocken? Müsste man mal probieren, aber dann hast du wahrscheinlich vor, das dir irgendwo in so einen Käfig zu stecken, wa? Ey, und was ist, wenn ich so einen Baum umhacke, wo die Skelette dranhängen? Das probiere ich jetzt mal. Ach, die fallen direkt nach dem ersten Schlag runter, die Skelette, okay. Das ist dann ungefähr wie mit dem Schnee.
im Winter hier. Wenn du einmal draufsteckst, kriegst du erstmal so eine ordentliche kleine Lawine ab. Ja. Ach, siehst du, die Palisade müsste doch erstmal über angespitzt werden, wa? Ja, das kann ja Kevin dann offscreen machen. Na, offscreen nicht. Der macht ja nichts weiter hier. Ich weiß, war ja auch nur ein Spaß. So, aber Kevin, du kommst mal her hier, hol Felsbrocken und fülle damit Behälter. Behälter. Behelfsmäßigen Behälter. So. Sehr schön. So, können wir jetzt nur noch Palisaden anspitzen? So, ich habe 4 Steine. Ich muss mal anfangen, Steine zu holen. Kannst du theoretisch oben ins Dach einsetzen. Musst halt nur aufpassen, dass es keine Querstrebe ist, sondern wirklich Dachelement. Ja, das überlasse ich dir. Du hast da einen Überblick. So, dann spitze ich. Aber warte mal, dann nehme ich eine andere Axt. Hier. Geht es auch mit der taktischen? Ja, aber die Feuerwehraxt geht doch auch. Ja, aber mit der taktischen geht es doch schneller. Nee, gar nicht. Nee? Das ist dieselbe Mechanik. Okay, ich dachte. Ich nehme mal die. Also es wäre mir neu, dass es ausgerechnet mit der taktischen Axt schneller gehen würde, einen Baum zu splitten. Naja, weil man die ja eigentlich mit einer Hand bedienen könnte, aber er nimmt halt trotzdem 2 Hände. Kai, grüß dich. Einzig Patrick Kai? Nee, nee. Ach so. Und trotzdem hi Kai. Genau. Immer alles brutzeln. So, Virginia, du kannst mal rausgehen und mal so einen Menschen jagen. Was? Achso, aber auch Menschen jagen. Was will sie machen? Wollte sie mir gerade an den Arsch fassen oder was? Ganz bestimmt. Na doch. Sergei, grüß dich. Glaube mir. Weißt du, immer wenn du sagst, glaube mir, muss ich an das Dschungelbuch denken, an die Schlange. Die hat auch immer gesungen, glaube mir. Das hat irgendwie ein Trauma bei mir hinterlassen, ich weiß nicht warum. Tja. Sind das so Geräusche? Machst du auch gerade Geräusche? Ja, yep. Ich bin gerade dabei, die Palisade anzuspitzen. Ach so, du bist also einer. Mhm. Ist das jetzt eigentlich eine ABM-Maßnahme, zu was wir hier verdonnert wurden, oder? Nee, die braucht nur so eine Beschäftigung, weil Fenrir nicht da ist. Ja, aber komm, wir sind ein super Stück vorangekommen heute und das heißt, wir müssen es dann in Zukunft nicht mehr machen. Ja, genau. Und wenn der Fenrir gerade mal nicht da ist, können wir uns halt um so eine wesentlichen Sachen kümmern. Und was ich jetzt gerade nicht weiß, aber das weiß bestimmt jemand aus dem Chat. Jetzt diese verstärkten Spikes, also die mit den Steinen, die gehen doch mittlerweile gar nicht mehr kaputt, oder? Außer wenn man jetzt mit Sprengstoff arbeitet zum Beispiel. Oder wenn man sie manuell abreißen möchte. Aber halt was so Angriffe von Feinden angeht, gehen die doch glaube ich gar nicht mehr kapeister, oder? Das weiß ich gerade nicht. Oh. Meinst du? Ich weiß es nicht, das frage ich ja. Hm. Weil ich weiß halt damals auf dem Early, bin ich ein paar Mal gegen die Dinger hier ran, dann waren sie schon kaputt. Und am Ende haben sie eigentlich dann immer nur 3 Stiche verursacht, bevor sie kaputt gegangen sind, während die normalen immer bloß 1 Stich gemacht haben. Und da haben wir uns dann gedacht, okay, dann sparen wir uns die Steine und machen stattdessen mal 3 hintereinander. Hallo, was ist denn jetzt hier? Achso, ich hänge in der Lücke fest. Oh, ja, die Lücken sind gerade ein bisschen blöd, ey. Was denn jetzt? Gegner? Was war das für ein Geräusch? Oh, ja, da ist ein Fingerlutscher vom Tor. Das ist ein Fingerlutscher, na, ich geh mal gucken. Keine Ahnung, wie die schon wieder hießen hier. Mit Babys. Fingerlutscher. Wir gucken, ich kenne nur Flutscheis. Oh, die Spikes, die bringen was. Die Spikes bringen was. Flutschfinger. Ja, ist schon down. Die Spikes machen richtig Damage. Ach, man kann Babys nicht betäuben. Mit der Betäubungspistole. Alter, der rennt mir jedes Mal in die Schläge rein. Ja, ich will ja nicht, dass du die Palisade zerstörst, Mensch. Zerstör dich gleich mal, Alter. Komm, lass uns den Dicken hier halten. Oh, jetzt hab ich ein Ding weniger. Ja, am besten mal von innen. 1, 2, 1, 5. Ja, ich habe eh gerade meine Rüstung verloren. Jetzt krieg ich sie wieder.
An den Spikes habe ich sie verloren. Aber was ich echt schade finde, ne? Die eigenen Fallen kann man nicht auslösen, aber die Spikes. Ja, aber die konnte man früher auslösen noch, die Fallen. Ja, auch im ersten Teil. Da konnte man so immer testen anhand der Mitspieler. So. Wo ist denn hier die Türe? Hier. Komm rein, draußen zieht's. Ja, dass man die Tür nicht im Vorbeirennen schließen kann, ist auch ein bisschen nervig. Also jede Struktur bekommt Schaden, nur die Spikes halten ewig. Ah, okay. Also jetzt mittlerweile länger als nur 3 so eine Stiche, ne? Also das ist schon mal sehr erfreulich. Das habe ich jetzt gerade schon bei dem Fingerflutscher, oder wie er heißt, da gesehen. Aber als ich muss jetzt nach jedem Schlag hier hochspringen. Damals die Falle gebaut habe, also diese, wie heißt denn das? Das heißt doch Phalanx. Kann man das Phalanx nennen? Ja, ne? Dieses Bike-Phalanx, die hat ja auch ewig schon gehalten. Na, ewig ist ja nicht für immer. Ja, ja. Oh. Ich will noch mal was probieren hier mit diesem Tor. Habe ich dir gerade den Stamm unter die Füße? Ja, okay. Das ist geil. Kannst du noch einen drunter tun? Ey, das ist ja geil. Ah, nee, jetzt bin ich... Jetzt bist du runtergeflutscht. Dein Werkzeug ist dreckig, so kann man doch nicht arbeiten, sagt der Kafka. Und Kafka, grüß dich und halt's Maul. Was machst du denn jetzt? Machst du das jetzt wieder kaputt? Ja, weil ich mal gucken möchte, ob wir hier nicht doch mit einer richtigen Palisade da rankommen. Macht alles kaputt. Könnte sein, wenn man um die Ecke tatsächlich senkt, also wortwörtlich um die Ecke denkt, sieht's gerade so aus, dass wir da doch noch an die Brücke rankommen. Sagt er und kriegt's nicht mehr hin. Toll. Was zum... Stimmt, was ich noch gar nicht probiert habe. Entschuldigung. Aber was hatte das für Auswirkungen? Hör auf, meine Rüstung zu schießen. Gar nicht, gar nicht. Also ich konnte mich auch bewegen. Achso, okay. Echt? Aber weil ich vielleicht zu weit weg war. Warte, ich komme mal näher. Nee, also er hat hier vor Schmerzen kurz aufgeschrien und ich habe das Zündeln gehört, also dieses Zucken von den Blitzen. Mal gucken, aber ich habe keinen Schaden genommen, vielleicht weil ich eine Rüstung trage. Mal gucken, was mit Virginia passiert. Die rennt gleich weg. Nee, sie zittert. Okay, das ist lustig. Oh, jetzt. Oh, sie ist umgefallen. Virginia, es ist doch eigentlich nur kurz. Steh wieder auf. Brauchst du eine Pille? Na toll, jetzt ist sie, glaube ich, ein bisschen angepisst von mir. Jetzt muss ich mal Kevin. Wo ist denn mein Kevin? Was ist denn der? Liegt wahrscheinlich wieder unter irgendeiner Treppe oder so. Da ist er. Auf dem Bett. Ihr hab's. Ich werd wahnsinnig. Ihr hab's. Ist jetzt auch nicht viel hübscher als vorher, aber es funktioniert wenigstens. Kevin liegt jetzt auf dem Bett. Ganz freiwillig natürlich. Naja, er macht halt hier oben schon wieder komische Sachen. So, jetzt macht er wenigstens wieder seine Arbeit. Ah ja, da schreibt wieder ein Reh, ne? Ja. Da ist wirklich ein Reh, tatsächlich. Das sind aber keine Rehe, das sind die Frauen. Nein, das sind die Rehe. Du wirst es im Winter merken, wenn die uns angreifen und wieder den Schrei hörst und du kein Reh siehst, aber die Olle, die dich angeschrien hat, gerade auf dich einprügelt, dann merkst du dir das. Es haben doch schon mehrere Leute im Chat geschrieben, dass das Rehgeräusch ist. Und könnte es auch sein, dass sie dich trollen?
Nee, ich habe doch eine coole Community. Oder Sie haben die Info irgendwo anders aufgeschnappt, wo Sie wiederum getrollt wurden. Aber es sind tatsächlich ganz viele Rehe vor unserem Haus. Mhm. Und keiner. Und wir sind tatsächlich noch gar nicht fertig mit den Spikes. Und keine Frau. Also, Kletterfrau, was denn? Klar sind wir fertig. Nerven. Sind wir nicht. Jetzt macht der schon wieder also, weiter. In Bezug auf Winter sind wir noch nicht fertig. Aber so. Es ist kein großes Stück, es ist ein kleines Stück hier. Wir wollen doch unserem Feind keine Angriffsfläche bieten, oder? So, ich hab da bestimmt auch noch Steine im Inventar. Die Rehe schreien, wenn sie in die Spikes rennen. Ah, okay. Dann gucke ich mal, ob hier ein blutiges dabei ist. Die verarschen dich. Die haben schon geschrien, bevor wir überhaupt Spikes hatten. Tatsächlich, hier liegt ein totes Reh. Nee, das ist ein Vogel. Nee. Aber der ist auch in die Spikes geflogen. Jetzt sag mir nicht, dass die Vögel genauso schreien wie die Rehe, weil dann ist das aber echt komisch. Nee, es war aber wirklich ein Rehschrei, aber hier sind keine... Nein, was nicht? Mann, die veralbern dich gerade. Doch. Das Reh blutet hier. Oder? Nee, es blutet nicht. Hier, ohne Scheiß, wenn die Damen dann hier mal sind. Die Frau klingt anders, schreiben die Leute. Was bitte? Die Frau klingt anders, schreien die Leute. Schreiben die Leute, nicht schreien die Leute. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt nochmal Nein sage, dann schreien sie. Nee, hier trollt doch keiner. Das sind wirklich die ernsthaften Forest-Spieler. Mr. Atonic 96, wie ich keine Cheat-Sticks verwende. Erstens habe ich keine Ahnung, was das sein soll. Zweitens, wenn es schon Cheat-Sticks heißt, dann benutze ich es nicht, weil Cheaten brauchen wir nicht. Ja, warte mal, wenn es halt schnell geht und es nur ein Bug ist. Ja, du wieder, du faule Stücke. Na, wenn es ein Bug ist, dann können wir den ausnutzen. Das ist Spielmechanik. Nein, ist es nicht. Ist ein Bug. Los. Das heißt der Bug. Es ist kein Feature. Also hier das Reh. Du kannst gerne mal schreiben, was damit gemeint ist. Also Mr. Atonix, du kannst gerne schreiben, was damit gemeint ist. Das Reh. Ich glaube aber nicht, dass ich das benutzen werde. Oh shit. Das Reh ist gerade durch 50 Spikes gerannt und es hat nicht dieses Geräusch gemacht. Ha! Wirklich? Okay, der Chat hat wirklich getrollt. Ja. Entweder das oder sie haben es selber anders vermittelt bekommen. Das meinte ich ja vorhin. Hörst du das eigentlich? Es klopft so komisch. Es könnte Virginia sein, die an der Tür festhängt. Hm. Damit hast du unendlich Stämme, ohne dass du welche holen musst. Hast Gottmut und so weiter. Oh, nee, danke. Nee, danke. Warte mal. Hoppa. Kann man denn nicht... Ich will ja das Spiel vom Entwickler gedachten Inhalt benutzen und mir nicht alles ercheaten und nach 2 Minuten schon durch sein im Spiel, weißt du? Da bin ich ein bisschen eigen. Also das ist vielleicht auch ein bisschen Spielerehre für mich. Dass ich sage, guck mal, was wir geschafft haben. Und zwar ohne Cheats. Aber wer cheaten möchte, jedem das seine, also. Und dann gibt es Leute, die stecken sich eine Fernbedienung in den Arsch. Jedem das seine. Das ist ja jetzt Blödsinn zu... Ja, also wenn dann eine Handbürste, wolltest du jetzt sagen, oder? Nee, aber das zu vergleichen, nur weil jemand keinen Bock auf diese ewige Farmerei hat. Nee, mein Vergleich war jetzt nur in Bezug darauf, jedem das seine, jeder kann machen, was er möchte. Ich will da auch keinen dazu verurteilen deswegen. Dass ich jetzt ausgerechnet diesen Vergleich gezogen habe, okay, das war ein bisschen radikal. Ja, gebe ich zu. Ja, die Rehe machen aber so wie, wie. Ja, aber in irgendeiner Art und Weise müssen wir ja Content liefern heute, wenn wir die ganze Zeit über nur Steine sammeln. Aber wir hören ja die ganze Zeit. Genau. Aber vielleicht hören es die Zuschauer gar nicht, was wir meinen, dass das vielleicht zu leise in den Stream rüberkommt. Ach so, ja, das kann sein. Kann auch sein, dass sie wirklich gewillt waren zu helfen, aber Sachen gehört haben, die wir gar nicht gehört haben. So. Kommst du dann mal.
Das Geräusch, habt ihr das jetzt gehört? Das war doch kein Reh. Das war kein Reh. Obwohl ich vorher... Das ist eine Nachtpastroller, die sitzt da irgendwo im Busch. Nee, und obwohl ich tatsächlich vorher Tapsen gehört habe. Da ist was getapst. Achso, das ist ein Reh. Das Tapsen ist entweder ein Reh oder Virginia. Naja, genau. Tapsen und dann kam dieses Geräusch. Da war wieder ein Reh, schreiben die Leute. Okay, ich geb's auf. Vielleicht ist ein Reh, vielleicht ist eine Frau. Das ist auch nur zum Bauen, alles andere suche ich selber. Ja gut, das ist wie gesagt, ist jedem sein eigenes. Robin, du musst mal auf die Uhr gucken. Die Folge geht schon viel zu lang. 3 Minuten länger. Das gibt's nicht. Überzogen. Weißt du, ja, muss komm, mal lass uns doch wenigstens noch hier diesen letzten Abschnitt fertigstellen, Beute, ja? An die Nachfolge. Ach so, ich renne hier die ganze Zeit rum und guck durch die Gegend und freue mich über Rehe. Und ach, schön, dass ich den jetzt halt immer alleine baue hier. Danke, Virginia, für den Stock. Jetzt, wo ich einen anderen Stock gesetzt habe. Nackte Frauen. Jo, Ballerbude. Nachti. Schön, dass ihr so lange durchgehalten habt beim Steine-Sammelsimulator. Es sieht ein bisschen aus wie so ein gallisches Dorf gerade. Ist schon ganz cool. Genau, das war Sinn und Zweck der Sache. Was mich. Wir brauchen noch genau 12 Steine. 12? Ich hab die ganze Zeit. Dann sind wir endlich fertig mit diesen Spikes. Wenigstens der innere Kreis. Ich hab die ganze Zeit 10 hier einstecken und renn die ganze Zeit rum und horch den Rehen zu. Du haust dir aufs Ohr. Das ist wieder sehr freundlich. Das tut doch weh. Der hätte von mir sein können, der ist gut. Na, jetzt brauchst du nur noch theoretisch 2 oder so. Fertig! So, jetzt kippen wir die Kiste hier noch an. Ankippen. Aber du schließt jetzt nicht irgendwo rum? Nee, okay, gut. Nö, ich lieg schon im Bett. Jetzt haben wir das endlich mit den Spikes. Die erste Ladung. Ja. Und dann noch ein Außenbereich. Einzige Problem, was uns einfällt, ne? Wegen zweiter Reihe Spikes ziehen. Ja. Richtung Wasser wird das nichts, ne? Ach so, ja. Ach. Außer wir bauen auf dem Eis und dann schwimmen sie da. Nee, Quatsch, die schwimmen ja gar nicht mehr. Das weiß ich nicht, das können wir mal probieren. Ich glaube, da hatte jemand mal was geschrieben, ne? Nicht geschrieben. Fenrir hat es letztes Mal ausprobiert. Okay. An dem Tag, wo der Winter aufhört, war doch direkt unter ihm noch Eis und kaum war er runter vom Eis, verschwindet das Eis. Ah. Ach so. So, nun kann ich mir hier noch so eine Menschensuppe kochen. So, Freunde, ich verabschiede mich aber schon mal. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen und dass es so viel Geduld mitbringt, auch wenn wir mal tatsächlich 3 Stunden oder 3,5 nur bauen. Aber es ist jetzt halt auch fast geschafft, ne? Und dann können wir uns in den nächsten Streams aufs Abenteuer konzentrieren. Ich hoffe, der Fenrir wird bald wieder gesund. Vielen Dank, Robin, an deinen Chat. Gerne, gerne. Vielen Dank auch an deinen Chat, auch für die Mithilfe. Und wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Das ist übrigens auch ein Reh mit so Propellern oben drauf. Und das... Macht's gut, Freunde. Habt eine schöne Nacht. Schlaft gut. Ciao, ciao. Gut, dann sage ich an der Stelle jetzt auch für die lieben YouTube-Zuschauer herzlichen Dank fürs Reinschalten. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet ihr einfach bei der nächsten Runde wieder rein oder einfach Mittwoch 20 Uhr mal direkt im Stream live dabei sein. Warum nicht? Euren Senf dazugeben, uns auf die Nerven gehen oder andersrum, wir gehen euch auf die Nerven, indem wir durch Steine sammeln. Und ja, dann würde ich jetzt sagen, Twitch, ihr bleibt noch schon hier. Ich gucke nochmal, wie wir jetzt noch eine Freude machen können. Also ein bisschen irgendwo raiden können. Dann sage ich jetzt hier Tschüssikowski an YouTube. Ciao, ciao. Bin immer noch am Stream. Dachchat, stopp, so. Gedrückt. Ciao. So, jetzt.